Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Livestream. Meine Stunde heute Total Body Workout mit dem kleinen Zusatz Power. Und das heißt eigentlich nur, dass wir ein bisschen mehr, ein bisschen höheres Gewicht benutzen, als ihr das vielleicht in den normalen Group Fitness orientierten Total Body Classes gewohnt seid. Ich benutze Kurzhanteln. Kurzhanteln haben einfach den riesen Vorteil, dass sie sich frei bewegen lassen und sich meiner Körperbewegung anpassen. Aber die meisten Übungen, die wir machen, gehen fast genauso gut auch mit einer Langhantel. Das heißt, wenn ihr zufällig einen Body Pump oder Hot Iron Equipment zu Hause habt, dann könnt ihr das natürlich genauso gut benutzen. Ihr seht, ich habe 10 Kilo auf jeder Kurzhantel drauf. Und das ist das Gewicht, was ich durch die ganze Stunde hindurch, auch durch die ganze Klasse hindurch benutzen werde. Das ist für mich schon ein gutes Gewicht und ihr könnt euch daran orientieren. Denkt dran, Technik geht vor, Kontrolle geht vor. Also wenn ihr unsicher seid, dann nehmt lieber erstmal ein kleines bisschen weniger. Zum Inhalt der Stunde. Nachdem wir uns jetzt gleich ein bisschen mobilisiert haben und aufgewärmt haben, geht es durch zwei Zirkel. Zirkel 1, 5 Übungen. Wir machen diesen Zirkel zweimal hintereinander und es gibt keine großen Pausen währenddessen. Immer 45 Sekunden Power, das sind so viel wie 24 Single-Wiederholungen, aber wir variieren das Tempo ein bisschen. Und 15 Sekunden Wechselpause für die nächste Übung. Ja? Welche Übungen, das sage ich euch währenddessen an, dass wir nicht zu viel Zeit jetzt verlieren. Und deswegen versucht auch vom Gewicht her vielleicht ein kleines bisschen runter zu reduzieren. Ja. So viel sei vorweg gesagt, wir machen Kombinationsübungen. Also zum Beispiel die erste Übung gleich mit der Kurzhantel ist eine Mischung aus Lift und Single Row. Ja, oder mit der Langhantel ohne die Rotation im Arm. Ihr kennt das vielleicht aus dem Body Pump. Okay? Das heißt, das Gewicht wirkt nicht nur auf einen Muskel, sondern es ist, lässt sich ganz gut verteilen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Dieses Training ist für Zeiten, in denen man vielleicht mal viel Arbeit hat, viel Stress hat und nicht ganz so viel Energie hat für sein Training und trotzdem natürlich das nicht missen will. Ja? Mir geht es im Moment so viel um die Ohren, aber die halbe Stunde, die ist eigentlich immer mal drin. Okay, lass uns die Füße aufstellen, stabil und sicher, etwas über Hüftbreit und dann kreisen wir mit dem Becken. Ganz entspannt und ruhig. Der erste Song ist ruhig, auch vom Tempo her. Ihr müsst nicht in der Musik arbeiten, könnt auch euer eigenes Tempo gehen. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten, bevor es gleich anstrengend wird. Andere Richtung. Kopf ist ruhig, das Becken kreist. Bisschen die Hüften mobilisieren. Füße stehen stabil. Okay, dann kommt kurz tief mit den Händen und mobilisiert eure Wirbelsäule, beugen und strecken. Im Rhythmus der Musik oder langsamer, entscheidet selbst. Wichtig ist, dass ihr spürt, wie die Wirbel sich bewegen zueinander. Also ein bisschen Massage, ein bisschen Mobilisation bringen in die Bandscheiben, in die Zwischenwirbelgelenke. Denn im Rücken werden wir heute ein kleines bisschen arbeiten, okay? Total Body Workout, der ganze Körper, aber der Rücken ist ein wichtiger Teil. Kommt mal hoch, rollt euch auf und kommt gestreckt wieder tief. Wer mag im Rhythmus. Aufrollen, Wirbel für Wirbel, mit ein bisschen Spannung nach unten. Noch einmal, gestreckt tief. Ein letztes Mal rollen. Gestreckt tief. Okay. Beide Schultern kreisen rückwärts. Ruhig euer eigenes Tempo. Wir stehen soft, knieelastisch. Schon mal ganz leichte Bauchspannung aufbauen, dass wir uns gleich dran gewöhnen, denn die braucht ihr für die meisten Übungen, eigentlich für alle. Kontrolle im Körperzentrum. Ihr wisst Bescheid. Ellbogen dazu. Noch gar nicht so hoch. Schulterhöhe. Ein bisschen den Brustkorb mit aktivieren. Aufrichten in der Brustwirbelsäule. Wird gleich bei einigen Übungen auch im Fokus stehen. Okay, Schultern im Wechsel. Ein bisschen in die Rotation. Lass uns die Wirbelsäule nochmal etwas dazu nehmen. Okay, wieder ein bisschen weiter die Füße, wir kommen vorne tief, ein bisschen Bauchspannung, die Knie dürfen leicht gebeugt sein und wir kreisen über die Seite nach hinten und das Ganze von vorne. Erstmal eine Richtung. Denkt dran, ein bisschen Bauchspannung, dass wir den unteren Rücken stabilisiert. Wir wechseln zur anderen Seite, andere Richtung. Geht nur so weit hinten über die Streckung, wie ihr merkt, dass es eurem Rücken gut tut jetzt. Ein letztes Mal.
in der Mitte hochrollen und dann seitlich über Kopf dreimal kurz ziehen von der Hüfte, vom Beckenknochen bis in die Schulter, ein bisschen ausdehnen, schön lang, Nabel einziehen, Knie sind leicht gebeugt, ausdehnen, jede Seite noch einmal und wir spüren, wie wir in die Muskulatur hinein dehnen. Okay, lockern, einmal schwingen um die eigene Achse, Kopf dreht mit, Rücken ganz locker, könnt ruhig ein bisschen langsamer pendeln, aber lasst die Arme entspannt, frei schwingen, Halswirbelsäule mitdrehen und die Füße drehen so ein bisschen auf, dass der Druck, der Schwung nicht ins Knie geht, okay? Gut, ein bisschen lockern, dann stellt mal eure Füße weit. Kommt einmal mit mir runter in die Knie, runter in die tiefe Hocke. Ruhig ein bisschen versuchen, die Oberschenkel zu öffnen. Kleinen Moment halten, ein bisschen vordehnen, auch in den Hüften. Und dann kommen wir wieder hoch. Stehen auf dem rechten Bein und kreisen mit dem linken Oberschenkel im Hüftgelenk. Und ruhig den Fuß zwischendurch aufsetzen, wenn es von der Balance her leichter ist, geht jetzt um die Aktivierung in der Hüfte. Ein letztes Mal, andere Seite. Und auch versuchen, den Fuß in der Luft zu halten. Balance. Okay. Lockern. Nochmal die Handgelenke aktivieren. Bisschen kreisen. Richtungswechsel. Und dann beginnen wir jetzt gleich den ersten Zirkel. Vorher nochmal greifen, die Hände. Gut, 5 Übungen. Übung Nummer 1, Kniebeugen. Gleich im zweiten Durchgang von Zirkel Nummer 1 nehmen wir die Hantel dazu. Jetzt im ersten Durchgang, lass uns ruhig erstmal nur mit unserem Körpergewicht arbeiten. Denk daran, was ich schon mal erzählt habe, wichtig bei den Kniebeugen ist, dass wir im Oberkörper gerade bleiben. Und ihr seht schon, meine Fersen sind jetzt in der Luft. Das ist in Ordnung, ich bin stabil dabei. Ja, wenn ich gleich mit Gewicht arbeite, ist der Rücken neutral und stabil. Das ist die erste Übung. Danach geht's an die Hantel und wir kombinieren Lift und Single Row. Anschließend geht's auf die Matte, wir kombinieren Liegestütz und Superman. Und danach weiter in der Rückenlage für den Bauch. Zum Schluss noch eine Übung für den unteren Rücken. Okay, macht euch bereit. Füße etwas über Hüftbreit, Fußspitzen leicht geöffnet. Wir beginnen mit den Squats und wir beginnen mit dem Tempo 2-2. Halbes Tempo zu Beginn. Okay, gleich tief runter. Aber bleibt stabil. Achtung! Und los. Tief und hoch. Schön langsam. 2. Erstmal stabilisieren in die Balance. Die Knie schön sauber führen. Oberkörper gerade, Bauch fest. Single Tempo. Schneller. 8. 7. 6. 5. Wenn die Fersen am Boden sind, super. Aber nur, wenn die Sprunggelenke beweglich sind. Wir bleiben tief, 15 kurze. 3, 4, bleibt in der Spannung. Schön aufrecht. 6, Brust hoch, Rücken lang. Noch 7, noch 6, noch 5. 3, 2, 1 und hoch. Kurz locker. 8 Zähler Zeit. Nimm schon mal die Hantel. Noch 4, noch 3. Wir starten oben. Kurzhantel seitlich, Langhantel vorn. Lift und Row. Und hoch. 2. 12 Stück insgesamt. Das Tempo bleibt konstant. 8 mehr. Schön lang. Noch 7. Gewicht auf die Fersen. Rücken gestreckt. Lasst euch Zeit für die Bewegung. Auf und ab. Kontrolle. 4. 3. Letzten 2. Und ein letztes Mal. Hup. Gut. Handel beiseite. Nächste Übung auf der Matte. Legt euch flach hin.
Wir starten den Liegestütz von unten. 3, 2, Achtung, hoch, Superman. Liegestütz, 2, schön lang, Beine hoch. 3, löst die Beine bis zur Hüfte im Superman. 8 mehr. 7. 6. Beide Übungen. Volle Spannung. Noch 4. Yep. 2. Und den letzten. Superman. Go. Wechsel in die Rückenlage. Extended Crunch. Das heißt, wir starten in der Streckung, ziehen uns zusammen und kommen zurück. 2-2. Hoch und lang. Okay, die Lendenwirbelsäule bleibt am Boden. Es geht. Lass die Schulterblätter in der Luft. Konstant. Single. 8, 7, 6. Kein Hohlkreuz in der Streckung. Schön fest. Stabil. 15 kurze oben. Spannung. Noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Kommt hoch. Vom Bauch zum Rücken. 45 Grad. Ellbogen an die Knie. Und zurück in die Streckung. Brust raus. 2-2. Halbes Tempo. Go. Schön lang. 2. Bauchnabel einziehen. Kontrolle. Schultern zurück. Nochmal langsam. Tempo. Single. Nimm den Kopf mit dazu. Zur Brust und hoch. Lang. Letzte. Oben halten. Fix. 45 Grad. Schultern zurück, Bauch rein. Ein bisschen Entenpo, dass der untere Rücken arbeitet. Noch 2. 1 durchhalten. Und locker. Gut. Damit gezählt. Das waren 5. Squats, Runde 2, wer mag, mit Gewicht, Kontrolle geht vor, Achtung, 2-2, halbes Tempo. Wenn ihr die Langhantel benutzt, gerne hinterm Kopf, auf den Nacken, wie ihr mögt. Achtung, bisschen Tempo, Single. Den ganzen Weg, nur wenn es geht. Checkt eure Knie. Bleibt sauber. Ihr wisst, was kommt. Wir bleiben tief. 3, 4, 5, 6, 7. Brust hoch. Jawohl. Schön lang, Rücken stabil. 3, 2, 1. Yep. Lift und roll. Runde 2. Matte bereit. 4, 3, 2. Yes, den ganzen Weg. Mit der Kurzhantel. Bisschen Rotation. Etwas mehr Spannung zwischen die Schultern. Viel mehr. Drei. Zwei. Letzte. Gut. Liegestütz. Superman. Noch 4.
Komm, keine Pause, keine Pause. Von unten geht's los. Und hopp, hopp, yes. Der ganze Weg. Wenn das zu schwer wird, bleibt auf den Knien. Und die Arme schön lang nach vorn. Yes, yes. Oberschenkel lösen. Vier mehr. Noch drei. Letztes hoch. Gut. Superman. Yes. Letzte. Extended crunch. Lang. Anpressen und 2-2. Hoch, Kontrolle, schön langsam, mit Gefühl. Spürt den Bauch. Ah. Single, Tempo. 7, 6, 5, 4, 3. So. Und wir bleiben hier. 2, 3, 4, 10. Ah. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hop. Break. Kommt hoch. Letzte Übung. Zirkel 1. Back Crunch. 4, 3, halbes Tempo, sauber. 2, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. Spüren. Kurze Bewegung, sieht ganz leicht aus, aber sehr wirkungsvoll. Tempo. Yes, yes. Kontrolle, das Becken steht. Nur der Rücken bewegt. Break, stop. 8. Brust raus, hoch raus. 6. Und 5. Nacken lang. Noch 4. Noch 3. Schultern. 2. Und. Locker. Kurz lösen. Einmal schwingen, wenn mag. Ein bisschen den Rücken lockern. Und Schluck trinken. Zirkel Nummer 2. Upright Row. Erste Übung für die Schultern. Und wieder können die Kurzhanteln neben dem Körper starten und enden. Langhantel, wie ihr es kennt, vor dem Körper. Übung Nummer 2 für die Beine. Wir starten im Kniestand. Kommt zurück auf die Fersen und ihr könnt selbst entscheiden, wie aufrecht ihr bleibt im Oberkörper. Je weiter hinten, desto schwerer wird's. Halbes Tempo, also nur 12 Stück. Okay? Zweite Übung. Zurück an die Hantel. Bizep Curl, Shoulder Press. Mit der Langhantel, Reverse Curl, Shoulder Press. Okay? Und dann zweimal jede Seite einmal Rotation. Für Rumpftaille, unteren Rücken. Bereit? Das Muster bleibt. 45, 15. Macht euch bereit. Schultern fix. Kontrolle, okay? Runde 1, 4, 3, 2, 2. Langsam. Hoch. Und tief. Ellbogen führen. Schau mal da. Ellbogen führen. Nochmal langsam. Bisschen Tempo. Single. Ha. Oh yeah. Noch 4.
3, 2, Achtung! Jetzt die kurzen um! Pull! Bleibt aufrecht, Schultern stabil. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 7, 6. Wechsel in den Kniestand. Fangt erstmal locker an. Tastet euch ran. Halbes Tempo. 12 Stück. Jetzt. Tief. Und hoch. Hüfte nach vorn. Tief. Bringt hier Vorspannung in die Hüfte. 3. Je weiter nach hinten ihr euch lehnt. 4. Desto schwerer wird's. Aber Vorsicht, nicht umfallen. Noch 8. Noch 7. Yes. Oberschenkel bis runter an die Kniescheibe. Unter Spannung. 4 mehr. Ho. Noch 3. Variiert mal die Position eurer Knie. Wo ist es am angenehmsten? Und break. An die Hantel. Noch 4. Noch 3. Kombination. Bizep Curls. Overhead Presses. Bereit? Und los. Ah, schöne Kombinationsübung. Wenig Zeit, viel Muskeln, parallel. Yes, 8 mehr. 7. Yep. 4. Ho. Bauchspannung, schön stabil. Körper stabil. 2. Und den letzten. Yep. Break. Seitlage. Beine seitlich raus. 90 Grad, 90 Grad. Abstützen. Nur die Beine heben und senken. 2-2. Langsam. Hoch. Und tief. Bleibt in der Luft. Bleibt in der Luft. Oh yeah. 3, 4, Single, 8 Stück. Ja, schön kontrolliert. Kontrolliert die Spannung. 3, 2, was kommt danach? Kurze, um. 1, 2, 3, 4. Lasst den Körper seitlich. Rollt euch nicht nach hinten, ja, so nicht, dafür ist die Hand. 3, 2, 1, yes, Wechsel. Noch 4, noch 3, 2, 2, 2, langsam, hoch und tief, yes, und tief. Langsam ziehen. Großes Training, deswegen diese Übung. Single-Tempo. 8, 7, vorderer Bauch, schräge Bauchmuskeln, unterer Rücken, alles zusammen. 2, 15 kurz, um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 5, 4, 3, 2, okay. Runde 2. Letzte Runde. Upright Row. Halbes Tempo. Let's go. Schultern fixieren. Stabil. Nicht nach unten ziehen, sondern in den Körper. Okay? Single! Ha. Ha. Ah. Noch 4.
Gelenke stabil. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Beide. Wir starten oben. Wenn es geht, diesmal etwas mehr. 2, 2. Langsam. Denkt an die Hüfte. Tief. Die Hüfte nach vorn. Yes. Noch 8, 7. 6. 5. Letzten 4. 3. Hüfte. 2. Letzte. Go. Curl. Curl. Press. Bereit? 4, 3, 2. Ah, schon sauber. Sauber voneinander trennen. Acht mehr. 7. Seitlage. So, wer jetzt mehr Power möchte, bringt die Unterschenkel vor. 2, 2. Nutze die Zeit. Kurz genug. Ziel. Es wird schwerer, dann hier. Noch 7, 6. Nur die Beine, nur das Becken. Körper ruhig. Okay. Noch 4. Bis zur letzten Übung. Bereit? Langsam, mit Gefühl. Oh yes. Und Pace. Vier Single. Go. Den ganzen Weg. Langsam tief. Kontrolle. Und die Kurz. 5, 6, 7. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes, yes, yes. Setzt euch kurz auf. Beugt euch einmal nach vorne, wenn ihr mögt. Ein bisschen die Rumpfmuskeln lockern. Sehr schön. Kurz, keine Zeit für ein Stretching, das müsst ihr selber machen. Diese Zeit war für Power. Ich hoffe, ihr konntet durchziehen. Das ist der Power Quickie für zwischendurch. Viel Spaß dabei und viel Spaß jetzt mit Pilates.
Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der nächsten halben Stunde Pilates konzentrieren wir uns auf unser Powerhouse. Dazu gehört die Bauchmuskulatur, die fängt aber auch schon hier hinten an. Also die erstreckt sich wie ein Korsett um die Mitte, den Beckenboden und auch den Popo. Den nehmen wir da auch noch mit zu. Wir fangen aber erstmal ganz in Ruhe an. Wir atmen ein, nehmen die Arme hoch, ausatmen, lasst euch fallen. Einatmen, hoch, ausatmen, fallen lassen. Und das nächste Mal, wenn wir oben sind, bleiben wir hier oben, machen uns ganz, ganz lang. Atmen tief ein und aus. Sehr gut. Wir lockern uns einmal kurz und kommen in einen hüftbreiten Stand. Die Füße stehen schön stabil auf der Matte, Arme neben dem Oberkörper. Unsere Grundposition ist stolz. Stolze Brust, die Schultern zurück. Stellt euch vor, ihr hättet einen Faden hier am Kopf, der euch ganz lang macht. Das ist unsere Ausgangsposition. Wir atmen jetzt ein und ziehen die Füße oder die Zehen hoch. Bei der Ausatmung drückt ihr die Zehen richtig in die Matte. Einatmen, hochziehen, ausatmen, in die Matte drücken. Sehr gut. Konzentriert euch auf eure Füße. Einmal noch. Einatmen, hochziehen. Ausatmen, in die Matte drücken. Sehr gut. Wir lockern einmal kurz die Füße. Bleiben aber in einem hüftbreiten Stand stehen, die Arme entspannt neben dem Oberkörper. Wir atmen ein. Die Schultern ziehen wir hoch zu den Ohren und in einem Stoß atmen wir aus. Wir lassen die Schultern fallen. Einatmen, hochziehen. Ausatmen, fallen lassen. Einmal noch. Sehr gut. Wir lockern einmal kurz und kommen in den hüftbreiten Stand. Wir kommen zur Beckenschaukel. Wir nehmen unsere Ausgangsposition ein. Brust raus, Schultern zurück. Schön groß und lang. Wir atmen jetzt ein und wandern mit dem Steißbein zurück. Und bei der Ausatmung kippen wir das Becken. Das Schambein wächst nach vorne. Einatmen, Steißbein zurück. Ausatmen, Schambein vor. Und auch wenn ihr bei der Ausatmung hier das Becken kippt, werdet ihr nicht im Oberkörper rund, sondern wir bleiben schön stolz. Versucht die Bewegung wirklich nur im Becken zu halten. Denkt an den Faden. Einmal noch. Sehr gut. Einmal kurz lockern. Die Bewegung bleibt jetzt aber gleich. Wir bleiben hier in unserer stolzen Grundposition. Atmen ein, das Steißbein geht zurück. Und bei der Ausatmung geht das Schambein nach vorne und wir aktivieren den Beckenboden. Das Pipi-Haltegefühl, da arbeitet dann der Beckenboden. Das möchte ich, dass ihr das hervorruft. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gerne zu Hause einfach die Augen schließen. Und wir atmen ein. Steißbein zurück, ausatmen, Schambein vor, Beckenboden aktivieren. Einatmen, lösen, Steißbein zurück, ausatmen, vor und nur den Beckenboden aktivieren. Fühlt da gerne mal in euch rein. Einmal noch. Sehr gut. Einmal kurz lösen. Und dann geht es auch schon mit der nächsten Stufe weiter. Wir nehmen noch die Mitte dazu. Die Bewegung bleibt gleich. Ihr dürft dazu gerne
die Hände hier einmal an die Mitte nehmen, dass der Daumen hinten ist, die anderen vier Finger nach vorne. Dann spürt ihr nämlich auch, wann euer Muskelkorsett sich hier schließt. Wir atmen ein, Steißbein zurück, stolze Haltung. Ausatmen, Schambein vor, das Muskelkorsett schließt sich, der Bauchnabel wächst zur Wirbelsäule, Beckenboden aktivieren. Und einatmen, lösen, Steißbein zurück, ausatmen, Schambein vor, Mitte und Beckenboden aktivieren. Einmal noch. Und wir machen direkt weiter. Bei der Ausatmung spannen wir den Popo auch noch mit an. Popobacken zusammenkneifen, damit die eine Oberfläche haben wie eine kleine Rosine. Einatmen, Steißbein zurück, alles ganz entspannt. Ausatmen, Schambein vor. Mitte, Beckenboden und den Popo aktivieren. Sehr gut. Einatmen, lösen. Ausatmen, Schambein vor, aktivieren. Einmal noch. Sehr gut. Wir lockern uns einmal kurz und dann machen wir weiter mit der nächsten Übung. Wir kommen zu den Kniebeugen. Dazu könnt ihr in ein bisschen breiter als hüftbreiten Stand gehen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht in einer Uhr, zeigen eure Füße auf rum um 10 und 2 Uhr, beziehungsweise eure Zehen. Unsere Grundposition. Wir atmen hier tief ein, stolze Haltung. Ausatmung, Mitte, Beckenboden, Popo aktivieren. Wir gehen mit dem Steißbein voran, zurück, halten die Spannung, die Arme auf Augenhöhe hoch. Einatmen, aufrichten, stolze Haltung. Ausatmen, aktivieren. Wir gehen tief. Und einatmen, aufrichten. Ausatmen, aktivieren. Wir gehen tief. Die Knie folgen der Richtung eurer Zehen. Nicht einknicken, sondern schön unter Spannung auch die Oberschenkel. Und aufrichten, einatmen. Stellt euch vor, ihr hättet einen Faden am Steißbein, der euch zurückzieht. Das Gewicht liegt hinten auf den Fersen, nicht vorne, sondern schön zurück. Einmal noch. Ausatmen, aktivieren. Wir gehen tief und einatmen hoch. Sehr gut. Einmal kurz lockern. Für die nächste Übung breiten wir schon mal das Handtuch aus. So. Moment, so rum. So. Wir stellen uns an das Ende der Matte. Atmen einmal tief ein. Machen uns schön lang. Und ausatmen, lassen uns fallen. Ihr dürft die Beine dabei ruhig leicht beugen. Hier bleiben wir, atmen tief ein. Und bei der Ausatmung krabbeln wir vor, sodass Oberkörper und Beine eine Linie bilden. Mitte und Beckenboden sind hierbei aktiviert. Die Hände sind unter den Schultern. Wir atmen hier tief ein. Und aus. Krabbeln langsam zurück, hängen hier die Hände über die Kniescheiben auf die Oberschenkel. Wir atmen ein, rollen uns hoch. Sehr gut. Einmal tief durchatmen, nochmal das Ganze. Wir atmen ein, machen uns lang, ausatmen, tief. Wir atmen hier einmal ein. Und ausatmen, Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir krabbeln uns vor in den Stütz, Hände schön stabil, Schulterblätter zusammen, Mitte und Beckenboden aktiviert, Oberkörper und Beine eine Linie. Wir atmen hier tief ein und aus, krabbeln zurück.
Hände über die Kniescheiben. Wir atmen ein, rollen uns hoch. Sehr gut. Einmal noch. Hier einmal einatmen, Spannung halten und ausatmen. Wir watschen zurück, atmen ein und rollen uns hoch. Ein letztes Mal zusammen bis in den Stütz. Wir atmen ein, machen uns lang, ausatmen, tief. Atmen hier ein und aus. Mitte und Beckenboden aktivieren, wir krabbeln in den Stütz. Halten hier die Spannung. Ein Atemzug tief ein und aus. Einmal noch ein. Und bei der Ausatmung Knie auf die Matte, Füße lang. Den Po schieben wir zurück, die Arme lang nach vorne, Kopf zwischen die Oberarme, den Rücken ganz rund. Wir atmen hier tief ein und aus. Ein Atemzug noch. Und dann schieben wir uns von hier aus in die Bauchlage. Die Hände vor der Stirn einmal zusammen, die Stirn auf die Hände. Die Füße und die Beine schön entspannt, hüftbreit auseinander auf der Matte. Wir atmen hier ein. Und bei der Ausatmung drücken wir das Schambein tief in die Matte. Wir aktivieren den Popo, Mitte und Beckenboden auch im Liegen und nehmen das rechte Bein lang hoch, ohne dass die Hüfte hier den Kontakt zum Boden verliert. Also es ist nicht das hier, sondern eine kontrollierte Bewegung hoch. Und einatmen, ablassen, wir wechseln die Seiten. Ausatmen, Schambein tief in die Matte drücken. Das linke Bein geht lang hoch und einatmen, tief. Ausatmen, aktivieren rechtes Bein lang hoch. Haltet die Spannung, auch wenn das Bein oben ist. Alles im Tempo des Atemzuges. Einmal noch pro Seite. Schambein tief, Mitte und Beckenboden aktivieren. Popobacken zusammenkneifen, das Bein geht lang hoch. Und einmal noch andere Seite. Sehr gut. Wir bleiben hier liegen und kippen das Becken von links nach rechts. Stirn bleibt auf den Händen. Wir atmen einmal tief ein und aus. Und kommen wieder in die Mitte. Die Arme neben den Oberkörper. Der Blick geht nach unten, Nasenspitze zur Matte, sodass der Kopf in Verbindung der Wirbelsäule ist. Wir atmen hier ein, stellen uns vor, wir hätten Fäden am Kopf und an den Zehen, Arme neben den Oberkörper. Wir atmen aus, drücken das Schambein tief in die Matte, Popo anspannen, Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir heben mit dem Oberkörper den Arm und den Bein lang ab. Der Blick geht schräg nach unten. Und einatmen, ablegen, ausatmen, aktivieren. Oberkörper, Arme und Beine heben ab. Wenn ihr merkt, dass sich das nicht gut anfühlt im Rücken, dann könnt ihr auch sonst weiterhin mit dem Bein arbeiten, wie wir das gerade gemacht haben. Oder ihr nehmt nur den Oberkörper leicht hoch. Auch hier gibt es Variationen
Oberkörper und Beine nur leicht hoch und mit den Händen noch auf dem Boden. Ihr könnt auch die Beine auf dem Boden lassen und nur den Oberkörper so hoch nehmen, wie ihr das angenehm findet. Wichtig ist, dass ihr die Spannung hier haltet, in dem Popo und auch im Muskelkorsett in der Mitte. Einmal noch. Wir atmen unten ein, aktivieren Schambein tief, wir heben ab, atmen aus. Sehr gut. Wir legen ab, die Hände vor der Stirn übereinander und wir kippen das Becken von links nach rechts. Ein Atemzug noch. Und wir kommen wieder in die Mitte, verändern die Übung ein bisschen. Wir nehmen die Arme jetzt lang vor, atmen hier ein, gleiche Ausgangsposition. Und bei der Ausatmung drücken wir das Schambein tief, aktivieren unser Powerhouse, heben ab und die Arme ziehen wir ran, sodass die Ellenbogen einen rechten Winkel bilden und unsere Oberarme auf Höhe der Schulter sind. Und einatmen, aktivieren, wir legen ab. Wir aktivieren nicht, wir lösen und legen ab. Ausatmen, aktivieren. Oberkörper und Beine lösen sich, die Arme zur Seite. Einatmen, auf die Matte. Einmal noch. Einatmen lang und ausatmen. Aktivieren. Wir heben ab. Sehr gut. Wir legen hier einmal ab. Hände unter die Schultern. Wir drücken uns hoch wieder in das Kinn. Den Po zurück auf die Fersen. Oberarme schön lang. Den Kopf auf die Matte. Wir atmen hier tief ein und aus. Und komm von hier aus in den Vierfüßlerstand und von hier aus in die Rückenlage. Wir legen uns auf den Rücken, die Beine hüftbreit auseinander, Füße aufgestellt, schön stabil, die Schultern wachsen Richtung Matte. Auch hier dürft ihr eine stolze Brust haben. Stellt euch auch hier wieder vor, ihr hättet einen Faden, der euch schön lang zieht. Wir kommen auch hier zur Beckenschaukel, aber jetzt im Liegen. Wir atmen ein, das Steißbein geht tief und ausatmen. Das Steißbein geht leicht nach oben zu den Kniekehlen. Wir drücken den kompletten Rücken in die Matte. Einatmen, Steißbein tief. Wir bilden ein ganz leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, Steißbein leicht hoch. Wir drücken den kompletten Rücken in den Boden. Und bei der nächsten Ausatmung nehmen wir auch hier Mitte, Popo und Beckenboden dazu. Aktivieren das Powerhouse bei der Ausatmung. Einatmen, Steißbein tief. Ausatmen, aktivieren, das Steißbein leicht hoch, den Rücken komplett auf die Matte drücken. Einmal noch. Sehr gut. Diese Position, wenn wir mit dem Rücken komplett auf der Matte liegen und das Steißbein leicht hochwächst, ist unsere Ausgangsposition. Immer schön stabil auf dem Boden. Wir machen die Bewegung jetzt etwas größer. Wir atmen hier ein, sind schön stabil auf dem Boden, Steißbein leicht gekippt. Ausatmen, Mitte und Beckenboden aktivieren. Mit dem Steißbein gehen wir voran hoch. Rollen uns Wirbel für Wirbel hoch, sodass Oberschenkel und Oberkörper eine Linie bilden.
und einatmen, Wirbel für Wirbel abrollen. Ausatmen, aktivieren, mit dem Steißbein voran, gehen wir hoch. Einmal noch. Und ausatmen, hochrollen. Und wir atmen ein. Rollen uns ab. Sehr gut. Bei der nächsten Übung starten wir in der Ausgangsposition der Brücke wie vorhin. Dazu atmen wir hier unten einmal ein. Ausatmen, aktivieren mit dem Steißbein voran, rollen wir uns hoch und halten hier die Spannung. Oberkörper und Beine bilden eine Linie. Die Handflächen auf dem Boden, Schultern Richtung Matte ziehen. Wir atmen hier ein. Der linke Fuß geht auf Zehenspitzen. Ausatmen, tief. Einatmen, wechseln. Rechts geht auf Zehenspitzen. Ausatmen, tief. Stellt euch vor, ihr hättet Fäden an der Hüfte, die euch schön nach oben ziehen. Wir sacken hier nicht ab, wir halten hier die Spannung. Einmal noch pro Seite. Und wir atmen ein, rollen uns Wirbel für Wirbel ab, ziehen die Knie ran zur Brust, Hände auf die Kniescheiben und wir malen Kreise im Uhrzeigersinn. Ein Kreis noch. Und dann kommen wir wieder in die Mitte, die Beine in einen rechten Winkel. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch im Oberkörper gleich nicht so stabil halten, nehmt gerne die Hände unter das Steißbein, dass der Rücken schön komplett auf der Matte liegt. Die Schultern Richtung Boden, wir atmen hier ein. Ausatmen, Mitte und Beckenboden aktivieren. Das linke Bein geht im rechten Winkel kurz runter, tippt auf den Boden, einatmen, hochziehen. Wir wechseln, ausatmen, aktivieren rechts im rechten Winkel runter, kurz auftippen, einatmen, hoch. Die Beine sind dabei hüftbreit auseinander. Und der Rücken hat die ganze Zeit Kontakt zum Boden. Einmal noch pro Seite. Haltet die Spannung, ausatmen, aktivieren, das Bein geht runter. Einatmen, hoch. Ausatmen, aktivieren, tief. Einatmen, hoch. Sehr gut. Wir legen beide Beine einmal lang ab. Die Hände verschwinden kurz unterm Po. Lockern kurz die Beine. Sehr gut. Atmen hier einmal tief ein und aus. Und kommen als letzte Übung nochmal mit den Beinen in einen rechten Winkel. Gerne die Hände wieder unter den Po. Schultern Richtung Matte, wir atmen hier ein, ausatmen, aktivieren, schön stabil im Rücken, das linke Bein geht lang runter, einatmen, hoch, ausatmen, aktivieren, rechts geht lang runter, einatmen, hoch.
Wenn ihr merkt, dass eure Schultern sich lösen oder ihr ins Hohlkreuz fallt, dann geht nicht ganz so tief mit dem Bein. Es ist wichtiger, dass ihr die Spannung haltet. Ein letztes Mal pro Seite. Dann ziehen wir die Knie ran zur Brust, Hände in die Kniekehlen, die Nasenspitze zu den Knien. Wir machen uns ganz rund, wippen hier auf und ab. Holen einmal kräftig Schwung, kommen in den Sitz. Ihr dürft euch hinsetzen, wie ihr möchtet. Und zum Abschluss atmen wir ein, machen uns lang, ausatmen tief. Einmal noch, einatmen lang. Ausatmen tief. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wir starten eine knackige Pilates-Stunde und konzentrieren uns ein bisschen auf unsere Balance. Wir starten dazu erstmal ganz piano, hüftbreiter Stand, Füße schön stabil, wir atmen ein und aus, lasst euch fallen. Einatmen hoch, ausatmen, fallen lassen. Und das nächste Mal, wenn wir oben sind, bleiben wir hier, strecken uns ganz hoch zur Decke, atmen tief ein und aus. Sehr gut. Wir bleiben erstmal hier, schön stabil auf der Matte stehen. Unsere Ausgangsposition, schön stolz. Stellt euch vor, ihr hättet hier einen Faden, der macht euch ganz lang. Brust raus. Schultern zurück, die Arme bleiben neben dem Oberkörper. Wir atmen ein, wir ziehen jetzt nur die Zehen hoch. Genau, und ausatmen, drückt die Zehen richtig in die Matte. Einatmen, hochziehen,
Ausatmen, Zehen in die Matte drücken, als wolltet ihr etwas mit den Zehen greifen. Und einatmen, lösen. Sehr gut. Ein letztes Mal einatmen, hochziehen. Und ausatmen, in die Matte drücken. Sehr gut. Wir lockern einmal kurz die Füße. Kommen wieder in den Stand. Stolze Haltung. Wir atmen ein. Die Schultern ziehen wir hoch zu den Ohren. Ausnahmsweise in einem Stoß atmen wir aus, lassen die Schultern fallen. Einatmen, hochziehen. Ausatmen, fallen. Letztes Mal. Sehr gut. Einmal kurz lockern. Und dann kommen wir zu unserer Basis. Unsere Basis ist unser Powerhouse, unser Beckenboden, unser Muskelkorsett, was sich von hinten nach vorne schließt. Der Bauchnabel wächst zur Wirbelsäule und den Popo, den nehmen wir da auch mit zu. Um da peu à peu erstmal reinzukommen, kommen wir hier in den stolzen Stand. Atmen ein, das Steißbein geht zurück und ausatmen, das Schambein geht vor. Einatmen, zurück, ausatmen, Schambein vor. Sehr gut. Behaltet dabei die stolze Haltung. Auch wenn das Schambein hier vorgeht, bleiben wir stolz. Wir werden nicht rund, sondern haben hier immer noch den Faden. Einmal noch. Und dann bleiben wir hier in der Bewegung, nehmen aber den Beckenboden dazu. Das Pipi-Haltegefühl, da arbeitet der Beckenboden ganz intensiv. Stellt euch vor, ihr hättet hier zwischen den Sitzbeinhöckern eine Pinzette. Und wenn ihr da etwas mit packen wollt und hochzieht, dann arbeitet hier der Beckenboden. Wir versuchen es mal. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne die Augen schließen, um dann noch mal ein bisschen intensiver reinzufühlen in euch, wie ihr möchtet. Wir atmen ein, das Steißbein geht zurück, es ist alles ganz entspannt. Ausatmen, Schambein vor, nur den Beckenboden aktivieren. Einatmen, Steißbein zurück. Ausatmen, Beckenboden aktivieren. Sehr gut. Einmal noch. Und als nächstes, wir bleiben in dieser Bewegung, nehmen wir unser Muskelkorsett dazu. Dazu dürft ihr gerne die Hände hier in eure Seite stützen, der Daumen nach hinten, die anderen Finger nach vorne. Dann könnt ihr genau spüren, wann sich was wo aktiviert. Wir atmen ein, Steißbein zurück, alles ganz entspannt. Ausatmen, Schambein vor, die Mitte aktivieren, den Beckenboden, ziehen wir hoch zur Wirbelsäule, den Bauchnabel zurück. Sehr gut. Einatmen, lösen, Steißbein zurück. Ausatmen, aktivieren. Sehr gut. Einmal noch. Sehr schön. Wir lockern einmal kurz und merkt euch das, was wir gerade aktiviert haben. Wenn die Mitte und der Beckenboden aktiviert sind, haben wir hier in der Mitte eine gute Spannung. Das heißt, wir stehen hier schön stabil. Für die Balanceübungen gleich ist das ganz wichtig. Wir fangen aber auch hier erstmal ganz piano an. Wir starten hier im Hüftbreitenstand, stolze Haltung, Arme neben dem Oberkörper. Wir atmen ein. Der linke Fuß, den rollen wir langsam hoch, ohne dass sich hier im Oberkörper etwas bewegt. Ausatmen, runterrollen. Wir wechseln. Einatmen, hoch. Ausatmen, runterrollen. Sehr gut.
Versucht dabei, im Oberkörper so stabil wie möglich zu bleiben, wie eingefroren. Einmal noch pro Seite. Sehr gut. Sehr gut. Wir machen die Bewegung jetzt etwas größer. Es könnte etwas wackeliger werden. Die Matte ist meistens etwas dicker und auch etwas schwammiger. Das könnte sein, dass ihr auf einem stabilen Untergrund etwas stabiler steht oder einem härteren Untergrund. Das dürft ihr ausprobieren, wie ihr möchtet. Außerdem könnt ihr euch gerne noch einen Stuhl nehmen, einen Tisch, die Wand dürft ihr euch auch gerne abstützen. Wichtig ist mir nur, dass ihr hier immer noch die stolze Haltung habt. Also nur weil ihr euch abstützt, hängt ihr da nicht so, sondern immer noch in einer stolzen Ausgangsposition. Wir versuchen das Ganze mal. Wir sind hier ganz stolz, denkt an den Faden, atmen ein. Ausatmen, wir gehen mit beiden Füßen auf Zehenspitzen, die Arme nehmen wir hoch auf Schulterhöhe. Es könnte wackelig werden. Einatmen, tief. Versucht es gerne so in eurem Tempo, wie ihr das möchtet. Langsam, schnell. Und einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Sehr gut. Einmal noch. Sehr gut. Wir lockern einmal kurz. Wir lockern auch vor allem die Füße. Die müssen viel leisten. Und kommen wieder in einen hüftbreiten Stand. Wir strecken das rechte Bein nach vorne aus. Hier auch noch die stolze Haltung. Der linke Fuß steht schön stabil auf dem Boden. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch hier gerne die Arme zur Seite nehmen. Wir atmen ein, Zehenspitzen tief, ausatmen, ranziehen. Einatmen, Zehenspitzen lang zum Boden, ausatmen, ranziehen. Sehr gut. Wir versuchen jetzt auch noch, die Mitte und den Beckenboden zu aktivieren. Vielleicht merkt ihr einen Unterschied, dass es sich dann etwas einfacher anfühlt. Bewegung bleibt gleich. Einmal noch. Sehr gut. Wir lösen einmal kurz, lockern und wechseln die Seite. Gleiches Spiel. Wir verlagern das Gewicht auf das Standbein. Links strecken wir nach vorne aus, die Arme gerne auf Schulterhöhe zur Seite, stolze Haltung, Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir atmen ein, die Zehenspitzen gehen tief, ausatmen, ranziehen. Wenn ihr merkt, es wird wackelig, dürft ihr auch gerne, wenn die Zehenspitzen tief gehen, einmal kurz mit den Zehen auf dem Boden auftippen und ranziehen. Dann könnt ihr euch zwischendurch immer wieder kurz stabilisieren. Einmal noch. Sehr gut. Wir stellen ab, lockern einmal kurz. Lassen für zwei Kreise die Schultern zurückkreisen, gerade wenn ihr die Arme zur Seite genommen habt. Ein Kreis noch. Sehr gut. Weiter geht's. Wir strecken rechts nochmal aus. Stabiler Stand auf links. Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Das Steißbein geht leicht nach vorne oder das Schambein. Wir kippen das Becken, Mitte und Beckenboden aktivieren, Popo anspannen. Wir heben das Bein, einatmen, die Fußsohle geht zur Mitte, ausatmen, nach außen. Einatmen zur Mitte, ausatmen, nach außen. Gerade nach außen ist nur eine kleine Bewegung. Das Bein ist wie eingefroren, es bewegt sich nur der Fuß. Genau.
Einmal noch. Einatmen zur Mitte. Huch, hui, hui, hui. Und ausatmen nach außen. Gut, dass wir jetzt wechseln. Gleiches Spiel, andere Seite. Wir strecken das Bein einmal nach vorne aus. Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Wir heben ab. Mitte und Beckenboden aktivieren. Die halten uns schön stabil. Einatmen, Fußsohle zur Mitte. Ausatmen nach außen. Ein Atemzug noch. Sehr gut. Wir stellen einmal ab. Lockern kurz. Sehr schön. Wir atmen ein. Lassen die Schultern zurückkreisen. Einmal noch. Und dann machen wir es jetzt etwas komplexer. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch gerne irgendwo abstützen, wie ihr es mögt. Wir kommen hier in die stolze Haltung, verlagern das Gewicht auf links und arbeiten mit dem rechten Bein. Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir atmen ein. Das rechte Bein geht angewinkelt hoch und ausatmen zur Seite. Wenn ihr möchtet, dürft ihr hier gerne einmal kurz auftippen, um euch zu stabilisieren. Einatmen, das Bein angewinkelt hoch, die Arme zur Decke. Ausatmen, zur Seite, gerne mit auftippen. Ihr könnt es aber auch versuchen, ohne. Einmal noch. Sehr gut. Wir wechseln die Seiten, auch hier. Verlagern das Gewicht. Atmen ein. Das Bein geht angewinkelt hoch. Man hat immer eine Lieblingsseite und eine weniger Lieblingsseite. Mitte und Beckenboden aktivieren. Ausatmen zur Seite. Mit auftippen, ohne auftippen, wie ihr möchtet. Einatmen lang hoch. Und ausatmen zur Seite. Einmal noch. Sehr gut. Wir stellen ab und lockern einmal kurz. Sehr gut. Für die nächste Übung starten wir im Stand und verlagern das Gewicht auf das linke Bein, sodass wir rechts zur Seite ausstrecken können. Auch hier dürft ihr gerne die Arme zur Seite nehmen. Wir atmen hier ein, schön stolz. Mitte und Beckenboden aktivieren und bei der Ausatmung heben wir das Bein ab. Ohne dass wir mit dem Oberkörper großartig ausweichen, sondern versuchen, hier schön in einer Linie zu bleiben. Sehr gut. Einatmen, ablegen. Ausatmen, aktivieren. Wir heben zur Seite ab. Einmal noch. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, das Bein hebt ab. Sehr gut. Wir legen ab, lockern kurz. Und das Schöne daran ist, zwei Beine zu haben. Wir machen das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Wir verlagern das Gewicht auf das rechte Bein, strecken links zur Seite aus, versuchen hier eine Linie zu bilden, stolze Haltung, Arme auf
Schulterhöhe zur Seite. Wir atmen ein. Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir verlagern das Gewicht. Ausatmen. Das Bein hebt ab. Sehr gut. Und einatmen. Wieder tief. Ausatmen. Aktivieren. Wir heben ab. Einmal noch. Sehr gut. Und einmal komplett lockern die Beine, die Arme, die Füße. Sehr gut. So, für die nächste Übung kommen wir in einen ganz breiten Stand. Die Position, in der wir gleich sind, ist der Sumo-Squat. Das heißt, ihr dürft wirklich euch trauen, euch wie ein Sumo-Ringer hinzuhocken. Wir atmen hier ein, stolze Haltung, Brust raus, Schultern zurück. Ausatmen, Mitte und Beckenboden aktivieren. Ich stelle mich einmal seitlich zu euch hin. Mit dem Steißbein voran gehen wir tief. Ihr schiebt nicht die Knie nach vorne, sondern die befinden sich immer noch rumbum über euren Fersen. Sehr gut. Wir atmen in dieser Position ein. Und aus, aktivieren die Mitte, einatmen, der linke Fuß geht auf, Zehenspitzen, ausatmen, tief. Wir wechseln, einatmen, hoch, ausatmen, tief. Der Rücken ist dabei, schön gerade, stolze Brust. Genau, haltet die Spannung hier und versucht auch im Oberkörper wie eingefroren zu sein. Einmal noch pro Seite. Sehr gut. Wir watschen mit den Füßen wieder zueinander. Lockern einmal kurz die Beine. Und die nächste Übung. Auch hierbei geht es um die Balance. Ihr dürft euch gerne einen Stuhl oder einen Tisch neben euch stellen, um euch zwischendurch festzuhalten. Wir atmen hier ein. Stolze Haltung. Gehen einen Schritt nach vorne, kippen das Becken, das Schambein geht nach vorne, Mitte und Beckenboden aktivieren, wir atmen aus, gehen tief. Wenn ihr merkt, es wird wackelig, nehmt gerne die Arme zur Seite. Einatmen, aufrichten, ausatmen, tief, einatmen, hoch, genau. Einmal noch, einatmen, aufrichten, ausatmen, Mitte und Beckenboden aktivieren, wir gehen tief, einatmen, hoch, einen Schritt vor, kurz lockern, wir wechseln die Seite, wir nehmen das andere Bein zurück, vor, wie auch immer ihr möchtet, ein großer Schritt muss es sein, der hintere Fuß auf Zehenspitzen, das Gewicht auf dem vorderen Fuß und den Zehenspitzen hinten. Wir atmen hier ein, Ausgangsposition, stolze Haltung, Schambein vor, Mitte und Beckenboden aktivieren. Wir atmen aus, gehen tief, die Arme auf Schulterhöhe zur Seite, einatmen, aufrichten, sehr gut. Ausatmen, aktivieren, hui, und tief. Versucht dabei, dass das Knie, das ihr vorne habt, oder das Bein, nicht zu spitz ist, sondern dass ihr hier gerade tief geht und hier einen rechten Winkel habt.
Einmal noch. Sehr gut. Wir atmen ein, richten uns auf, kommen in den Stand, lockern einmal kurz die Beine. Sehr schön. Die letzte Übung für heute. Auch etwas wackeliger, nehmt euch gerne eine Hilfe dazu. Wir atmen hier ein, stolze Haltung, die Arme gerne auf Schulterhöhe zur Seite. Wir strecken das rechte Bein aus, halten hier die Spannung, um schön stabil zu sein. Und jetzt versucht, bei der Einatmung eine 8 zu malen mit den Füßen und bei der Ausatmung die nächste 8. In welcher Richtung ihr die malt, das ist Hupe. Sehr gut. Ups. Wenn ihr merkt, es wird wackelig, dürft ihr gerne einmal vorne auftippen. Gar kein Problem. Haben ja auch schon viel gemacht. Sehr gut. Einmal noch einatmen und ausatmen. Sehr schön. Wir stellen ab. Lockern einmal kurz auch die Füße. Ein letztes Mal noch. Wir wechseln die Seite. Strecken links lang vor. Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Wir heben ab. Mitte und Beckenboden aktivieren. Einatmen, eine 8. Ausatmen, andere 8. Hier, wenn ihr merkt, es wird wackelig, dürft ihr zwischen den 8 auch gerne einmal kurz absetzen. Euch sammeln, stabilisieren. Und weiter geht's. Sehr gut. Einmal noch einatmen, eine 8 und ausatmen, andere 8. Sehr gut. Wir stellen ab. Kommen in den Stand, atmen ein, lassen die Schultern einmal zurückkreisen, ausatmen, nochmal. Ein Kreis noch. Und wir bleiben hier, atmen ein. Die Arme gehen lang hoch und ausatmen, fallen lassen. Einatmen, hoch, ausatmen, nach vorne fallen lassen, die Beine leicht beugen. Und das nächste Mal, wenn wir oben sind, bleiben wir oben, strecken uns zur Decke, atmen hier tief ein. Und aus. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß.
Hallo, herzlich willkommen bei Cyberfitness, liebe Fitnesskrieger. Ich bin Jessica und wir machen jetzt Rückenfit zusammen. Wir fangen heute im Stehen an. Wir werden dynamische Übungen machen, wir werden auch statische Übungen machen. Wir mobilisieren auch die Wirbelsäule ein bisschen, weil das natürlich zum Rückenfit dazugehört. Die Wirbelsäule muss beweglich sein, damit wir da auch keine Probleme bekommen und natürlich stark. Und dafür sorgen wir jetzt. Wir machen auch ein Mini-Warm-up, da mobilisieren wir uns schon bei und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Stell dich erstmal schön aufrecht hin, Schultern zurück, Brust raus und atme einmal tief ein, nimm die Arme ruhig mit hoch und ausatmen. Nochmal einatmen, tief ausatmen. Atme nochmal ein, jetzt schließt du deine Hände oben, atmest aus, machst dich ganz rund, einatmen hoch und lösen. Nochmal einatmen. Ausatmen rund, komm wieder hoch und lösen. So, beginne mit dem Kopf, dein Kinn geht zur Brust und dann kommst du langsam hoch, legst den Kopf in den Nacken, kommst wieder tief und hoch. Mach das noch zweimal, schön für die Halswirbelsäule, atme dabei ruhig weiter. Dann kommst du wieder in die Mitte zurück und schaust dir über die Schulter. Einmal nach rechts, zur Mitte und zur linken Seite rüber. Versuch eine flüssige Bewegung zu machen und beweg wirklich nur den Kopf. Einmal noch zu jeder Seite und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Von hier aus nimmst du dein Kinn tief, rollst ganz nach unten, so tief wie du kommst. Vielleicht kommst du bis zu den Füßen, vielleicht auch nicht. Dann rollst du wieder auf, vom Becken aus, bis der Kopf wieder ganz oben ist, Schultern mit zurücknehmen. Mach das nochmal. Komm tief, Schultern gehen nach vorne und langsam aufrollen vom Becken aus. Und das machen wir noch einmal. Komm tief und aufrollen. Nimm die Arme auf Schulterhöhe, öffne dich, schau hinter deinem Arm her. Öffnen, öffnen. Der andere Arm zieht weit nach vorne, sodass du dich aus der Brustwirbelsäule richtig schön öffnest. Einmal noch. Und jetzt beide Arme zusammen. Zieh nach hinten, öffne dich und einmal ganz rund. Nochmal, zieh dich richtig weit nach hinten. Geh ruhig leicht ins Hohlkreuz und dann machst du einen richtig runden Rücken. Zweimal noch. Ganz rund. Ein letztes Mal. Und rund werden. Komm wieder zurück. Stell dich gerade hin. Wir beginnen mit der Standwaage. Dazu stellst du dich erstmal auf dein rechtes Bein. Findest Gleichgewicht. Pendelst dich hier ein bisschen aus. Und dann schiebst du dein Bein weit nach hinten. Du kannst die Arme gerne nach vorne nehmen oder dich erstmal auf deinem Oberschenkel abstützen. Halt kurz hier. Bauchnabel nach innen ziehen. Dein Bein ist ganz fest. Und von hier aus richtest du dich auf, ziehst das Knie hoch und gehst wieder zurück. Wir werden dynamisch. Streck dich ganz lang nach hinten. Und dann kommst du wieder hoch. Wenn das wackelig ist, darfst du natürlich gerne den Fuß auch mal zwischendurch absetzen. Komm wieder hoch. Und auch hier kannst du, wenn du möchtest, die Hände auf deinem Oberschenkel abstützen. Aufrichten.
einmal noch. Komm langsam tief und richte dich auf. Und dann lösen. Das Ganze mit der anderen Seite. Stell dich auf dein linkes Bein, das rechte Bein kommt hoch. Brust öffnen, Schultern zurück. Viel Spannung. Von hier aus schiebst du auch hier dein Bein nach hinten, Arme nach vorne und halt erstmal hier. Es kann auch mal ein bisschen wackeln zwischendurch, das ist überhaupt nicht schlimm. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und jetzt richtest du dich auf, komm hoch. Und langsam wieder tief. Wenn du möchtest, kannst du dich immer zwischendurch auf deinem Oberschenkel aufstützen. Und wieder nach unten. Streck dich ganz lang. Je mehr Spannung du in deinem kompletten Körper hast, umso besser, umso weniger wackelst du. Aber auch gar nicht schlimm. Du kannst jederzeit den Fuß kurz absetzen. Und dann machen wir noch ein letztes Mal. Und dann kommst du wieder hoch, löst das Ganze auf. Wie du siehst, ich habe heute auch ein bisschen gewackelt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir gehen runter auf den Boden. Von hier aus in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind genau unter deiner Schulter und die Knie sind genau unter deiner Hüfte. Als erstes stellst du die Füße auf und kommst jetzt mit den Knien so 5 cm über den Boden hoch und stellst dir vor, du ziehst die Knie zu den Ellbogen. Und du hältst hier Bauchnabel eingezogen. Die Hände drückst du in den Boden rein. Drück dich aus den Schultern heraus und halt erstmal diese Spannung hier. Atme tief ein und aus. Hier muss dein ganzer Rücken und der ganze Rumpf arbeiten. Von hier aus schiebst du dich jetzt mal nach hinten und kommst wieder nach vorne zurück. Nochmal nach hinten schieben, mach die Beine lang. Schieb dich mit den Armen nach hinten, komm wieder tief. Zurück und tief und bleib jetzt hier hinten. Schieb dich richtig weit mit den Armen vom Boden weg, dein Brustbein will zum Boden. Dehn einmal den Rücken aus, die Beine kannst du gerne leicht gebeugt lassen. Wenn du kannst, darfst du sie auch mehr strecken. Mach es so mit den Beinen, wie es für dich angenehm ist. Wichtig ist jetzt hier, die Rückenstreckung. Mach dich lang. Dann kommst du wieder mit den Knien runter, hältst 5 cm über dem Boden. Und von hier aus drehst du einmal die Knie ein bisschen nach rechts, zur Mitte, nach links, zur Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Bleib in den Knien unten. Wenn dir das hier zu kompliziert ist, halt einfach noch ein bisschen in die Mitte. Bleib, hopp, hopp. Jede Seite noch einmal. Okay, und Knie absetzen. Mach dich ganz rund. Runder Rücken. Und komm zurück, Kopf leicht in den Nacken legen. Mach dich nochmal rund. Und Kopf in den Nacken legen. Okay, letztes Mal. Und komm in den Vierfüßlerstand zurück. Richte dich noch einmal aus. Dann nimmst du dein rechtes Bein weit nach hinten auf den Boden und das bleibt auch hier. Der linke Arm geht zur Seite. Von hier aus atme ein, öffne dich. Ausatmen, komm unter deinem Körper durch. Hier haben wir jetzt ein bisschen Mobilisation für die Brustwirbelsäule.
und gleichzeitig Kräftigung. Atme ein, zieh dich ganz hoch. Ausatmen, unter dem Körper durch. Einatmen hoch, ausatmen rund. Und jetzt bleibst du einmal mit der Hand oben, schaust hinterher, öffnest dich. Halt die Spannung. Und langsam lösen. Sehr gut. Wir wechseln die Seite. Das linke Bein geht nach hinten. Auf den Boden lassen und mach das Bein lang. Der rechte Arm geht zur Seite. Atme ein, zieh den Arm nach oben, öffne dich. Ausatmen, unter dem Körper durch. Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Schön öffnen mit viel Spannung und Kraft. Und hier unter dem Körper durchschieben. Noch zwei. Einer noch. Und dann bleibst du wieder oben. Halt die Spannung. Zieh die Finger weit auseinander. Bauch ist fest. Und lösen. Schieb dich mal nach hinten. Mach die Arme lang. Okay, dann kommst du in den Kniestand. Oberkörper ist aufrecht. Wir haben ja gesagt, wir kräftigen heute den kompletten Rücken. Deswegen kommt natürlich auch der obere Rücken mit dran. Öffne die Knie ruhig ein bisschen, dann hast du einen besseren Stand. Oberkörper ist jetzt leicht nach vorne gebeugt. Und von hier aus ziehst du die Arme erstmal zur Seite. Öffne deine Brust. Schieb dein Brustbein nach vorne und dann ziehst du die Arme hier schön nach hinten. Zieh deine Schulterblätter zusammen. Zieh. Auch gleichzeitig mehrst du deinen Rumpf, muss natürlich hier halten. Wir machen also gleichzeitig schönes Rumpftraining und wir trainieren auch die Schulternackenmuskulatur. Zieh noch vier. 3, 2 und 1. Halt hier. Komm nach hinten und kreis die Schultern. Von hier aus kommst du nochmal mit den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Dieses Mal nimmst du das rechte Bein nach hinten hoch. Streckst es weit nach hinten, dein Hüftknochen zeigt auf die Matte. Und den linken Arm streckst du weit nach vorne. Der bleibt nah an deinem Ohr. Spannung halten, Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Die Übung kennst du bestimmt. Halt die Spannung. Drück dich auch hier aus der Schulter raus und drück den Arm in den Boden rein. Jetzt atmest du hier ein und beim Ausatmen ziehst du dich ganz rund zusammen. Einatmen lang, ausatmen zusammen. Einatmen lang, strecken mit Spannung und Kraft. Zusammenziehen, auch hier, zieh den Bauchnabel nach innen, spann den Bauch an. Und lang. Zwei Stück noch. Und einmal noch. Okay. Absetzen und die Seite wechseln. Linkes Bein nach hinten. Hüftknochen zeigt auf die Matte. Rechter Arm lang nach vorne. Dein Bauchnabel ziehst du wieder nach innen. Zieh dich ganz lang auseinander. Drück die Hand in die Matte und drück dich aus der Schulter heraus. Halt noch kurz hier.
Und dann atmest du tief ein. Und beim Ausatmen machst du dich wieder rund. Einatmen lang. Ausatmen zusammen. Einatmen lang. Ausatmen zusammen. Einatmen lang. Viel Kraft. Zieh den Bauchnabel nach innen und streck dich hier. Und ein letztes Mal. Zieh dich nochmal lang und lösen. Jetzt gehen wir direkt in die Planke auf die langen Arme. Da müssen deine Arme und der Nacken weiter mitarbeiten, noch ein bisschen mehr. Setz die Füße nach hinten. Auch hier ist der Bauchnabel nach innen gezogen. Der Rücken ist ganz fest. Schieb die Hände in die Matte und drück dich aus den Schultern raus. Halt erstmal ein bisschen hier und atme. Atme tief ein und aus. Von hier aus drehst du einmal dein Becken nach rechts, zur Mitte, nach links, zur Mitte. Ähnlich wie wir das vorhin gemacht haben, als wir die Knie angewinkelt hatten. Dieses Mal mit langen Beinen. Nochmal. Rechts, Mitte. Links, Mitte. Und etwas schneller. Rechts, links. Rechts, halt dein Becken unten, ganz fest. Zum Rückentraining gehört natürlich auch immer ein bisschen Bauch. Die arbeiten beide zusammen. Mach jede Seite noch zweimal. Und einmal noch. Okay, komm zur Mitte, Knie absetzen. Zieh dich nochmal nach hinten, lass die Arme lang. Atme nochmal tief in den Rücken ein. Und dann kommst du noch einmal in den Kniestand. Wieder hoch. Knie ruhig etwas öffnen, dann hast du ein bisschen besseren Stand. Oberkörper ist wieder vorne. Dieses Mal nehmen wir die Arme hoch und wieder tief. Streck die Arme lang an den Ohren vorbei. Schieb die Arme lang vor und wieder runter. Lang. Und jetzt zieh mal noch in den Rücken rein. Lang. Schulterblätter zusammen. Spann an. Hoch. Zurück. Hier ist mehr der Nacken mit dabei. Hier zwischen den Schulterblättern, wenn wir zurückziehen. Mach dich lang. Schultern und Nacken mehr. Und der lange Rückenstrecker natürlich, den kriegen wir hier gut mit. Mach das noch. Vier. Zurück. Drei. Zurück. Zwei mehr. Und jetzt bleib oben. Stabilisier dich gut in deinem Rumpf und beweg mal die Arme auf und ab. Atme weiter. Aus der Schulter heraus. Versuch richtig hier den Arm komplett zu bewegen. Noch vier, drei, zwei und eins. Und lösen. Schulter nochmal kreisen. Sehr gut gemacht. Das war anstrengend. Wir legen uns jetzt auf den Bauch. Arme kommen erstmal lang nach vorne. Die Füße bleiben am Boden. Spann dein Gesäß und die kompletten Beine mit an und drück deine Fußspitzen in den Boden. Oberkörper anspannen und hochnehmen. Atme. Und jetzt zieh mal die Arme nach hinten und streck sie wieder nach vorne. Arbeite hier mit Spannung. Nach vorne und wieder zusammenziehen. Die Ellbogen gehen zu deinem Körper und bleib mit den Armen schön über dem Boden. Vier noch. Drei. Zwei. Und einer. Halt jetzt hier, zieh dich noch ein bisschen hoch
Und halten, halten. Arme nochmal zusammenziehen. Lächeln in dich rein. 4, 3, 2, kurz lösen. Atme tief durch. Wir befinden uns schon auf dem Endspurt. Setz einmal die Ellbogen unter deine Schultern, Füße aufstellen und komm noch einmal in die Planke. Bauchnabel nach innen ziehen. Wenn dir das ein bisschen zu schwer wird, setz von hier aus gerne die Knie ab, aber bleib in deiner Bauchspannung. Jetzt versuchen wir mal, die Füße mal ein kleines Stückchen anzuheben. Rechts, ab. Links, ab. Rechts, ab. Links, ab. Noch ein paar Mal, komm. Wir schaffen das. Halt durch. Sehr gut. Jede Seite noch zweimal. Und der letzte auf jeder Seite, komm. Einmal rechts, einmal links. Und lösen. Ablegen. Oberkörper kurz ablegen. Jetzt legst du die Hände genauso hin wie gerade eben. Die Ellbogen sind unter deiner Schulter. Und du öffnest hier die Brust. Von hier aus sinkst du ab, kommst hoch und schaust einmal über die rechte Schulter. Zurück in die Mitte und schaust jetzt über die linke Schulter. Drück dich hoch. Und rechte Schulter. Schau richtig weit, dreh den Oberkörper ein bisschen mit. Hier merkst du, wie deine Rückseite in der Rotation arbeiten muss. Heb den Kopf an, öffne dein Brustbein und dann dreh dich über die Schulter. Halt die Spannung auch in den Beinen. Umso mehr arbeitet dein kompletter Rücken und du hast hier noch mehr Spannung. So, letztes Mal auf jeder Seite. Okay, super. Nochmal kurz ablegen. Dann habe ich noch eine kurze Übung für euch für den Schluss. Und zwar streckst du die Arme nach vorne. Als erstes hebst du mal die Beine an mit viel Spannung. Bauch ist fest. Arme mit anheben. Und halt hier. Erstmal schön halten, halten. Atme tief weiter ein und aus und halt diese Spannung. Und von hier aus bewegen wir jetzt Arme und Beine. Aus den Schultern die langen Arme und aus der Hüfte die langen Beine. Bleib noch ein bisschen hier. 4, 3, durchhalten. 2 und einer noch. Lösen. Sehr gut. Setz die Hände unter die Schultern, drück dich hoch. Bring die Füße einmal nach vorne. Leg dich mal ab. Beine in 90 Grad Winkel. Hände einmal gegen die Füße, gegen die Knie und die Knie gegen die Hände. Bauchnabel nach innen festdrücken. Atme. Komm, die letzten 20 Sekunden hier halten für deine Rumpfmuskulatur. Drück fest, das darf ruhig ein bisschen zittern und wackeln. Der Bauch, der darf das auch richtig merken.
Komm, noch ein bisschen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Zieh die Knie mal gleich ran. Und du hast es schon geschafft. Ein kleines Cooldown machen wir trotzdem. Auch wenn wir nur heute 25 Minuten hatten. Dein Körper soll sich natürlich trotzdem gut regenerieren. Wir haben auch viele anstrengende Übungen gemacht. Streck dich mal ganz lang aus und atme tief in den Bauch ein und aus. Und jetzt zieh mal abwechselnd das rechte Bein und den rechten Arm auseinander und das gleiche auf der linken Seite. Wechseln. Mach das noch ein paar Mal hin und her. Dann streck dich noch mal ganz lang. Dann setze die Beine auf, legst die Arme zur Seite. Beweg die Beine von rechts nach links. So kann sich die Wirbelsäule noch mal ein bisschen entspannen und in die richtige Position bringen. Dann kommst du zur Mitte zurück. Nimmst noch mal deine Knie. Bewegst die Knie abwechselnd vor und zurück. Und dann fängst du an, vor und zurück zu rollen. Kommst in den Sitz. Richtest dich auf, atmest hier nochmal ein. Ausatmen rund. Unser Abschluss. Einmal noch alles durchbewegen. Und nochmal tief atmen. Ausatmen. Einmal noch tief ein. Und ausatmen. Sehr gut. Zieh dich erstmal hoch und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Toll, dass du mitgemacht hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
Herzlich willkommen bei Cyberfitness. Ich bin Jessica und ich mache heute mit dir ein Booty-Programm. Ich habe dir schon vorher geschrieben. Wir brauchen heute die Mini-Bands. Sieht so aus. Wenn du keins hast, ist das aber überhaupt nicht schlimm, weil alle Übungen, die wir machen, kannst du natürlich auch ohne Mini-Band machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Mini-Bands brauchen wir nur dafür, dass es noch ein bisschen anstrengender wird. Ja? Dann wird es richtig knackig heute. Ich lege die erstmal kurz zur Seite, weil wir wärmen uns natürlich erstmal auf. Ganz viel Spaß! Und im Warm-up machen wir gleich schon mal ein bisschen was mit für unseren Popo. Stell dich erstmal aufrecht hin, Brust öffnen, atme ein. Ein, aus, Sauerstoff braucht man natürlich auch. Und aus. Okay, bleib gleich hier und feder mal, zieh die Schulter ein bisschen hoch und kreis mal. Bisschen mehr federn. Komm. Wir müssen ja die Beine auf jeden Fall aufwärmen und ein bisschen warm werden. So, aufpassen. Wir gehen jetzt gleich langsam in die Kniebeuge. Pass mal auf. Geh tief und hoch. Es ist immer noch Warm-up, aber wir machen den Po schon ein bisschen mit. Okay. Geh ganz tief, so tief wie es geht. Und langsam. Deswegen machen wir es extra langsam, damit sich deine Beine erstmal langsam an die Belastung gewöhnen. Ja. Komm. Noch vier Stück davon. Ganz runter. Schieb die Knie nach außen weg. Popo geht runter. Zwei noch. Bleib jetzt tief. Füße anpassen. Mach jetzt die Beine lang. Und komm wieder tief. Schau mal, lang machen. Popo runter, nimm die Arme mit hoch. Nochmal. Hier solltest du schon langsam mal ein bisschen was merken. Geh ganz tief. So, bleib hier. Gehst du nach vorne, Wechsel, Ausfallschritt nach vorne, das ist super für unseren Po, für unseren Booty. Geh tief, los geht's, 25 knackige Minuten mit voller Power. Wie gesagt, wenn du kein Mini-Band hast oder es nicht benutzen möchtest, ist das kein Problem. Alle Übungen funktionieren genauso ohne. Ich komme wieder zu euch zurück. Geh schön tief. Spannung. Ja. Sehr gut. Komm. So, achtmal nur rechts. Komm. Sieben. Ganz runter. Drück dich aus, dein Gesäß richtig hoch. Ja. Komm an. Und hopp. Ja, sehr gut. Geh richtig runter. Schieb dich hoch. Aus deinem Po. Fang dich ab. Schieb dich hoch. Zwei mehr. Okay. Wechsel rechts. Nochmal acht. Genau. Komm. Sehr schön. Nur noch zwei. Und wechsel nochmal. Linke Seite. Arbeite richtig. Aus deinem Gesäß raus. Konzentrier dich da mal richtig drauf. So. Nochmal acht rechts. Die letzte Runde hier. Sehr gut. Nochmal. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Letztes Mal links. Komm mal. Komm. Ganz runter. Ja. So langsam werden wir auch warm, oder? Vier.
lockern. Du brauchst ein Miniband, wenn du eins hast. Mach dir das nacheinander um deine Füße. Und dann bringst du das über die Knie. Und dann gehst du erstmal tief. Bereit? Okay, komm mal. Rechts, links. Schieb das Bein nach außen gegen das Band. Schieb, schieb. Genau, komm. Bleib aber unten. Schieb. Schieb das Band auseinander. Arbeite dagegen, komm. Mit Spannung. Weiter, 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 weiter. Ha. Sehr schön. Letzten. 4, 3, 2. Komm mal hoch. Und jetzt hebst du das Bein zur Seite. Diagonal nach hinten. Komm. Spann alles an. Viel Spannung. Schieb gegen das Band. Komm. Ja. Ich habe erstmal viele tolle Übungen noch im Stehen für dich, bevor wir gleich noch auf den Boden gehen. Komm. Schieb das Band weg. Ohne Band genauso. Arbeite mit Kraft und Spannung. Hiernach kommt meine Lieblingsübung für den Po. So, bleib stehen. Kurz auslockern. Ich drehe mich ganz kurz um, damit du das besser sehen kannst. Rechtes Bein beginnt. Cross, tief, öffnen. Cross, tief, öffnen. Hier arbeitest du richtig. Schieb dich hoch. Ja? Tief. Nochmal. So. Im Tempo. Tief. Tief. In einem durch. Geh ganz runter. Aufpassen. Ich drehe mich für dich um. Ich will dich ja sehen. Komm. Runter. Sehr gut. Geh noch tiefer. Versuch mal den Boden zu berühren. Und dann schiebst du dich mit Kraft aus deinem Gesäß nach oben. Sehr gut. Nochmal, nochmal. Sehr gut. Hopp. Runter. Noch ein bisschen. Komm. Und jetzt volle Power, so tief wie es geht. Come on. Ja. Ah. Davon hätte ich jetzt gerne noch 8 Stück. Gib alles, komm. Sehr schön. 4, 3, 2, letzter, gleich rechts. Schau mal. Hoch. 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 Jetzt heißen wir uns mal richtig ein. Noch 8. Come on. Ja. 4 noch. Kurz dran gewöhnen. 2 mehr. Bein hoch. Wenn es zu wackelig wird, lass das Bein gerne hier. Komm, geh tief. Nochmal, nochmal. Ja. Oh, oh. 4, 3. Jede Seite noch einmal. Auf geht's. Tief.
haben schon viel geschafft, aber wir haben noch schöne Übungen vor uns. Acht mehr. Merkst du langsam was? Ich hoffe doch. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Letzten hier. Come on. Hoch damit. Und runter. Schieb dich hoch. Kraft. Sehr gut. Letzten acht hier. Ja. Perfekt. Vier noch. Drei. Zwei. Okay. Auslockern. So. Einen habe ich noch im Stehen. Und zwar Squat. Wir schieben nochmal das Band auseinander. Geht tief. Jedes Mal, wenn du das Band auseinander schiebst, musst du im Po richtig arbeiten. Die Beine machen wir gleich mit. Sehr praktisch. Come on. Hop. Geh tiefer. Wenn du eins hast, atme kurz durch. Wenn du eine Matte hast und die nehmen möchtest, hol die schnell. Ich habe meine Matte ja dabei. Wir bleiben kurz auf den Knien. Und zwar stellst du jetzt das linke Knie auf das Band. Und beim rechten Bein nimmst du das so in die Kniekehle rein, das Band. Und dann stabilisierst du dich erstmal hier. Entweder auf den Händen, da brauchst du mehr Rumpfstabilität. Einfacher ist es, wenn wir hier bleiben. Ich bleib hier. Und jetzt schieben wir schön unser Bein angewinkelt nach oben. Bist du bereit? Vier, drei, zwei, gib mir Power. Komm, schieb gegen das Band. Schieb, schieb, schieb. Stell dir vor, das sind nicht nur das kleine Miniband, sondern bestimmt 200 Kilo. Und dann schiebst du die mal entspannt zur Decke. Bauchnabel ist eingezogen. Komm. So, ich hätte gerne von dir drei kleine oben. Drei, zwei, eins und entspanne. Sehr gut, come on. Hoch damit. Noch viermal. Drei, zwei, eins. Yep. Nur noch zwei Stück. Letzter. Okay, lösen. Kurz nach hinten gehen. Andere Seite würde ich vorschlagen. Wechsel jetzt das Band. Rechtes Knie auf das Band. Beim linken Knie in die Kniekehle. Finde wieder deine Position, in der du stabil stehst. Und los geht's. Linkes Bein. Schieb hoch. Come on. Trap. Fußspitze ranziehen und schieb die 200 Kilo weg. Komm. Sehr gut. Bleib dran.
Ganz hoch und ganz wieder runter. Mach die ganze Bewegung. Drei. Drei kleine. Oben. Ja. Zieh. Zwei. Eins. Acht. Drei. Zwei. Eins. Halt die Spannung in deinem Bauch. Arbeite aus dem Gesäß. Schieb hoch. Noch vier Stück. Ganz oben. Noch zwei. Und das letzte Mal. Und nach hinten schieben kurz. Sehr gut. Okay, dreh dich auf die Seite. Dann band es wieder oberhalb von den Knien fest. Oberkörper ablegen. Deine Füße liegen aufeinander. Die Knie erstmal auch. Stütz dich vorne ab. Und jetzt öffnest du die Beine. Und schließt wieder, aber nicht ganz schließen, damit du hier auf Spannung bleibst. Arbeite hier richtig. Schieb raus aus dem Becken, aus der Po-Muskulatur. Sehr gut. Den Kopf kannst du ruhig ablegen. Sehr gut. Acht Stück, come on. Ja! Yeah. Nur noch vier. Zwei noch. Halt oben. Halten, halten, halten. Vier, drei, zwei, eins. Lösen. Dreh dich kurz auf den Rücken. Keine Angst, wir vergessen die andere Seite nicht. Füße nah an dein Gesäß stellen. Spannung in den Rücken, Becken hoch, von hier aus, tief, hoch, öffnen, schließen, tief, hoch, öffnen, schließen. Und wenn du jetzt die Fersen mehr belastest, dann spürst du noch mehr dein Gesäß, tief, hoch, öffnen, schließen. Mehr Spannung im Rücken, schieb die Ellbogen noch mit in die Matte. Und dann schiebst du dich noch mehr hoch hier. Sehr gut. Tief. Come on, weiter geht's. Ganz nach oben. Sehr schön. Schaffen wir das noch viermal? Auf jeden Fall, komm. Vier noch. Drei. Nur noch zwei Stück. Sehr gut. Okay. Auslockern. Und dann wechsel bitte die Seite. Linkes Bein müsste dran sein, wenn du das gleiche genommen hast wie ich. Leg dich ab, Füße aufeinander, Knie aufeinander. Bleib auf Spannung hier. Los geht's. Öffnen. Leg den Kopf ruhig wieder ab. Arbeite wieder. Hier aus diesem kompletten Bereich heraus. Der Bauch muss sogar auch mitarbeiten, weil wir uns stabilisieren müssen. Kann. Sehr gut. Nochmal. Vier. Komm. Zwei mehr. Halt oben. Halten. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Sehr gut. Dreh dich wieder auf den Rücken. Dieses Mal rechter Fuß aufs linke Knie. Ferse in den Boden schieben. Drück dich hoch. Abschlussübung. Ich brauche deine letzte Power. Vollgas. Vier, drei, zwei. Schieb dich hoch.
aus dem Po. Komm, hier müssen wir das Letzte rausholen. Richtig mit Kraft, so weit hoch wie du kannst. Schieb dein Becken richtig hoch. Sehr gut. Nochmal, come on. Die letzten 8. Gib Gas. Und dann kommt sofort die andere Seite. Natürlich gebe ich dir Zeit zum Wechsel. Bleib oben. Wechsel. Los geht's. Schieb hoch. Schieb hoch. Auch hier. Drück ruhig die Ellbogen noch ein bisschen mehr in die Matte. Dann kannst du dich noch mehr hoch. Und arbeite weiter. Los. Drück die Ferse in den Boden. Schieb dein Becken hoch. Endspurt. Komm. Gleich geschafft. Halt noch ein bisschen durch. Dann gibt es noch ein schönes, kleines Recovery-Programm. Und jetzt die letzten 8 Stück. Noch 4 Stück. Beide Füße absetzen. Komm, push. Hoch. 3 und ab. Die letzte. Und ab. Hoch. Nur noch 4 Stück. Komm. 3, 2, 1, noch dreimal, komm. Fast geschafft. Allerletztes Mal. Wuhu. Auslockern. Alles auslockern. Sehr gut. Das war knackig, glaube ich. Ich merke es. Ich hoffe, du auch. So, erstmal. Löse mal deine Beine aus dem Band und dann beweg dein Becken hin und her. Wir lockern alles ein bisschen durch. Dann kommst du besser in die Regeneration. Und hast morgen vielleicht nicht so großen Muskelkater. Locker nochmal die Beine aus. Nimm die Beine hoch, mach dich einmal ganz klein, Oberkörper ruhig mit hochnehmen. Lösen, halt die Beine fest, vor und zurück bewegen. Wir werden jetzt gar nicht großartig auf die Muskulatur draufdehnen. Der Muskel steht jetzt so unter Spannung. Wir bewegen das nur locker durch. Und mal abwechselnd vor und zurück bewegen die Beine. Kleine Kreise zusammen machen. Mal in die andere Richtung. Festhalten und vor und zurück rollen. In den Sitz kommen und dann stehen wir langsam auf. Schwing dein rechtes Bein locker vor und zurück. Einfach ein bisschen durchlockern. Und jetzt von innen nach außen. Wie gesagt, alles einfach nur ein bisschen durchlockern. Und nochmal so auslockern. Das Ganze mit dem linken Bein. Links vor und zurück. Anhalten. Und jetzt von innen nach außen. Und auch hier nochmal alles auslockern. Atme ein. Ausatmen. Nochmal. Ausatmen.
Einatmen. Aus. Dankeschön. Das war super. Toll, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald. Hallo und herzlich willkommen bei Cyberfitness. Ich bin Jessica
Und heute mache ich mit dir ein wunderschönes Core-Programm. Wir kümmern uns um deine Körpermitte komplett. Das heißt, wir haben ganz viel Rumpf, auch natürlich der Rücken gehört dazu, Bauch. Wir werden dynamisch arbeiten, auch statisch. Und heute fangen wir trotz Core mal im Stehen an und werden da auch am Anfang ein paar schöne Übungen machen im Stand. So, stell dich aufrecht hin und natürlich brauchen wir als erstes Sauerstoff und atmen erstmal tief ein. Und ausatmen, das machst du nochmal. Und aus, atme nochmal ein, schließ die Hände, mach dich rund, öffne und lösen. Nochmal einatmen, schließen, rund, öffnen. Und jetzt nimmst du die Hände hinter den Kopf, atme ein. Ausatmen, spann den Bauch an, zieh dich rund. Einatmen, öffnen. Ausatmen, rund, spann an. Kleine Vorerwärmung hier. Spür wirklich, wie dein Bauch sich anspannt. Mach das noch dreimal. Öffne dich richtig hier. Rund, anspannen. Einmal noch. Aus und öffne dich. Von hier aus, fass mal deine Hüften an. Rechts und links, Oberkörperrotation. Arbeite hier aus deinem Bauch. Beweg wirklich die Wirbelsäule. Schön mit, dreh die Schulter. Versuch immer gegenüber deine Hüfte zu erreichen. Vier noch. Drei, zwei und eins. Lösen. Von hier aus rollst du erstmal vom Kinn an runter und rollst wieder auf. Mach das nochmal. Tief gehen und aufrollen. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Komm jetzt tief, bleib hier, wander mit den Händen nach vorne, streck die Beine, halt kurz hier und dann wanderst du zurück. Roll auf. Komm wieder tief, wander nach vorne, halt den Bauch fest und wander zurück. Wir nähern uns also langsam unseren Kräftigungsübungen. Roll nochmal tief, komm nach vorne, Bauch spannt sich langsam an, halt hier und geh zurück. Bleib dieses Mal vorne und jetzt ziehst du die Knie viermal zur Brust. Füße aufsetzen, komm wieder nach hinten und aufrollen. Mach das nochmal. Nach vorne. Viermal. Eins. Einmal rollst du noch ganz hoch. Und dann kommst du wieder tief. Wander nach vorne. Wieder viermal hier. Und dieses Mal schiebst du dich nur zurück, kommst in die Hocke. Nimmst die Arme hoch, wander wieder vor, Knie nach vorne und zurückgehen, in die Hocke, Arme hoch, Spannung, komm wieder tief, nach vorne wandern, Bauch ist fest, vier, drei und wieder zurück, Rückenspannung, Bauchspannung. Zweimal noch. Vier, drei, zwei, eins. Komm zurück und halt kurz hier. Einmal noch. Komm nach vorne. Vier,
3, 2, 1. Wander zurück. Und einmal noch hier halten. Richte dich auf. Ich drehe mich einmal zu dir. Stell dich auf das rechte Bein. Das linke Bein geht zur Seite. Arme hoch. Jetzt ziehst du das Knie zur Seite ran und der Arm kommt dir entgegen. Zieh ran und lang. Etwas schneller. Zieh ran, schräg aus. Hier arbeitet auch deine Bauchmuskulatur. Der Rumpf. Zieh Ellbogen und Knie zusammen. Spann alles an. Sehr gut. Nochmal. 8 Stück. 7. 6. Wenn es geht, lass den Fuß in der Luft. Wenn es wackelt, setz den Fuß natürlich gerne auf. Halt jetzt hier. Halten. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Lösen. Andere Seite. 4, 3, 2, Spannung. Los geht's. Zieh. Zieh. Du brauchst hier so viel Spannung. Je mehr Spannung du hast, umso besser. Umso weniger wackelst du auch. Spann alles an. Fest. Nochmal, komm. Du darfst gerne unten tippen. Komm. Sehr gut. Zieh nochmal hoch. Komm. Letzten 4 Stück. 4. 3. 2. Und wir halten. Fest. Halt. Spannung. Spann an. 4. 3. 2. Lösen. Atme einmal ein. Und aus. Und aus. Komm wieder tief. Runter. Wander nach vorne. In die Planke. Schieb die Arme in den Boden rein. Drück dich aus den Schultern raus. Bauchnabel ist fest. Öffne gerne die Beine ein bisschen mehr. Und von hier aus kommst du in die Rotation. Du öffnest dich. Kommst zurück. Wechsel die Seite. Öffne dich. Komm zurück. Öffnen. Mitte. Öffnen. Mitte. Öffnen. Und wenn du mehr möchtest, gebe ich dir mehr. Du kannst natürlich auch genau das weitermachen. Wenn du möchtest, nimm das Bein mit dazu. Du kannst es auch in die Luft halten. Mehr geht immer. Aber such dir deine Variante aus. Machen wir noch 4 Stück davon. Drei. Noch zweimal. Sehr gut. Letzter. Okay. Knie absetzen. Kurz zurückkommen. Schultern einmal ein bisschen auslockern. Die haben jetzt schon viel gemacht. Die müssen noch weiter arbeiten. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Die Füße setzt du hier auf und jetzt hebst du die Knie 5 cm an. Hier hast du auch Bauch und Rücken zusammen. Halten. Zieh die Knie ein bisschen nach vorne. Und jetzt werden wir auch dynamisch. Du gehst ein bisschen vor, zurück, vor, zurück, vor. Sehr gut. Und der Bauchnabel bleibt die ganze Zeit fest nach innen gezogen. Die Knie bleiben kurz und knapp über dem Boden. 8, 7, 6, 5. 4 noch, 3,
zwei und eins. Löse kurz. Beweg dich mal ein bisschen hin und her. Alles ein bisschen auslockern und mobilisieren. Sehr gut. Wir bleiben in dieser Position. Komm wieder hoch. Von hier aus drehst du dich mit einem Arm nach hinten. Setz die Hand auf. Schiebst dein Becken einmal hoch und zurück. Zeitlupentempo zurück. Becken mit drin. Rechter Arm. Andere Seite genau das gleiche. Hochschieben und zurück. Mitte. Wechsel. Hoch. Ab. Wir werden langsam etwas schneller. Aber nicht zu schnell. Wir wollen das ja mit Spannung machen. Nochmal, komm. Hopp. Hopp. Schieb dich hoch. Und zurück. Nochmal. Mitte. Drehen. Hoch. Ab. Wenn du möchtest, kannst du jetzt den Arm mit dazu nehmen. Und zwar schiebst du jetzt den Arm hoch und ab. Wechsel die Seite. Freier Arm. Hoch und ab. Gerne auch beide Hände am Boden lassen. Du entscheidest hier. Wechsel nochmal. Hoch. Ab. Wechsel. Hoch. Ab. Jede Seite noch einmal. So. Und zur Mitte zurück. Knie absetzen, Arme lang nach vorne und komm nach hinten. Sehr gut. Atme. Mach dich einmal ganz lang, lang, lang. Kommen wir auch schon nach vorne zurück. Komm in den Unterarmstütz. Leg dich mal ab. Die Ellbogen sind unter deiner Schulter. Hände entweder nebeneinander oder zusammen. So ist es etwas leichter. Füße aufstellen und jetzt Becken anspannen und hochkommen. Wenn du es etwas leichter haben möchtest, setz von dieser Position die Knie ab. Okay? Bauchnabel ist eingezogen und halt schön hier. Und von hier aus beweg dein Becken rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nochmal. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, nicht ablegen. Komm zur Mitte und dreh dich auf deinen rechten Arm. Wenn du möchtest, unteres Knie absetzen, ist immer etwas leichter. Schieb dich jetzt hoch, hoch, ab, hoch, ab. Sehr gut. Drei noch, zwei und eins. Zur Mitte zurück. Wechsel die Seite. Auch hier unteres Knie ablegen, ist etwas leichter. Und schieb dich hoch. Schieb das Becken hoch. Noch vier Stück. Vier. Drei, zwei und eins. Zur Mitte nicht ablegen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei
Und ablegen auf den Bauch. Einmal durchatmen. Ein bisschen was für deinen Rücken, für den langen Rückenstrecker. Der gehört natürlich zu unserer Rumpfmuskulatur mit dazu. Lange Arme, lange Beine, Beine hoch, Arme hoch. Halten. Sehr gut. Von hier aus. Auseinander, zusammen. Hampelmänner in der Luft. Öffnen, schließen, öffnen. Komm. 8, 7. Schön über dem Boden. Halt die Spannung. 4, 3, 2. Und nochmal halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lösen. Super. Von hier aus schiebst du dich einmal hoch und drehst dich auf den Rücken. Lass dich langsam runtersinken. Natürlich machen wir noch jetzt ein paar schöne Übungen von hier. Hände an den Kopf. Jetzt kommst du erstmal langsam zur Mitte hoch und ab. Hoch und ab. Achte wirklich darauf, dass du aus dem Bauch dich hochziehst. Atme aus nach oben. Etwas schneller. Weiter atmen. Zieh dich hoch. So, rechtes Bein geht mit hoch. Du kommst weiter gerade zur Mitte hoch. Versuch das Bein richtig lang hoch zu strecken. Je länger das Bein ist, umso mehr hast du schon den unteren Bauch mit dabei. Nochmal. 8, 7, 6. Noch 4. So, wir nehmen das Bein mit. Zieh das Bein ran. Und dreh dich jetzt mit dem Ellbogen zu deinem Knie. Heb die Schulter an. Come on. Hoch. Hoch. Sehr gut. Bleib dran. 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, halt an, Hand gegen Knie und fest drücken. Spann an, Bauchnabel reinziehen, drück fest, zusammen, halten. 8, 7, atme. 4, 3, 2, anderes Bein hoch. Komm hoch und ab. Schön lang machen wieder das Bein. Das Ganze auf der linken Seite. Acht mehr hier. Wieder mit. Dreh dich ein. Komm hoch. Nimm die Schulter mit. Zieh dich richtig hoch zum Bein. Und zieh das Bein fest dran. Sehr gut. Mit dem Lächeln geht es noch ein bisschen leichter. Komm.
Sieben noch. Noch. Vier. Drei. Und du weißt, was kommt? Halten. Und drück fest zusammen. Bauch einziehen. Halten. Atme. Komm, halt, halt, halt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Sehr gut. Kurz lösen. Arme einmal ausstrecken. Eine wunderschöne Runde haben wir noch. Leg die Hände unter dein Becken. Die Beine winkelst du an. Kopf darf liegen bleiben. Jetzt zieh die Knie zur Brust ran und geh erstmal wieder zurück. Versuch vielleicht mit den Füßen den Boden zu berühren. Wichtig ist dabei, dass dein Rücken das gut halten kann. Ja? Halt die Spannung im Rücken. Du solltest nicht ins Hohlkreuz gehen dabei. Dann halt lieber ein bisschen weiter hier oben und mach das, was für dich gut geht. Mach das noch viermal. Zieh die Knie richtig zur Brust ran. Dein Gesäß soll sich auch gerne abheben. Einmal noch. So, zieh noch mal ran, wenn du möchtest und das gut halten kannst. Halt den Bauch fest und schieb die Beine nach vorne. Achte darauf, dass du das so weit machst, dass du das gut mit der Bauchmuskulatur und dem Rücken halten kannst. Schon auf der Zielgeraden. Komm, noch viermal. Drei. Zwei noch. So, jetzt halt nochmal im 90-Grad-Winkel an. Arme zur Seite legen. Unsere letzte Übung. Von hier aus gehen die Beine einmal zur Seite. Komm zur Mitte zurück. Andere Seite. Atme aus, wenn du zur Seite gehst. Und eine in der Mitte. Je länger du hier die Beine machst, umso schwieriger wird das Ganze. Such dir deine Position aus. Deine Arme dürfen dir gerne mithelfen. Aber geh auch hier nur so weit zur Seite, dass du das gut halten kannst. Auch mit angewinkelten Beinen ist das genauso super. Wenn du es besser ausführen kannst, ist es sogar besser, die Übung mit angewinkelten Beinen zu machen. Weil du sie dann besser ausführst, die Muskeln können sich intensiver anspannen. Und dann ist es einfach noch viel besser für deine Rumpfmuskulatur. Halt schön fest. Letzten vier Stück. Drei. Zwei noch. Und der letzte. Halt in der Mitte. Hände gegen die Knie. Du kennst das. Drück fest zusammen. Knie gegen die Hände. Hände gegen die Knie. Bauchnabel einziehen. Komm, die letzten 10 Sekunden. Halt durch. Okay, löse auf. Streck dich aus. Super. Einmal alles ein bisschen durchbewegen. Setz die Füße auf, Arme zur Seite legen, Beine ruhig mal ein bisschen auslockern, das Becken hin und her bewegen. Deine Rumpfmuskulatur hat heute richtig gearbeitet. Beweg die Beine ein bisschen von rechts nach links. Wir
Schritte zurück, fass deine Knie, roll vor und zurück. Und dann kommst du in den Sitz, drehst dich einmal kurz um, den Rücken einmal ein bisschen mobilisieren, mach den Rücken rund und gerade, mach das noch zweimal, intensiv und einmal noch. Sehr gut, dann kommst du in den Kniestand, atmest nochmal tief ein, streck dich hier lang, 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 rund, öffnen. Mach das noch einmal zum Abschluss, einatmen, aus, streck dich lang, 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 alles auseinander dehnen und rund, öffnen. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Super durchgehalten. Du hast richtig gut deinen Core trainiert. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Schönen guten Abend, hier ist so wieder mit Basic Step Level 1 bis 2. Ich fange
mit einfachen Schritten an. Wir machen ganz coole und einfache Warm-up und dann erkläre ich so oft es geht die einzelnen Blöcke. Ich baue 1, 2, 3 und dann schneiden wir 3, 2, 1. Okay, mach dir jetzt nicht so viel Gedanken. Das wird es schon schaffen, wie immer, ja? So, wir legen los. Yes, marschiere auf rechts. Noch 4 und 3 und 2. Let's step, right, left. 1, 2, 3, cross step. Steig mit ein, push. Yep. Fang immer so bei der Aufwärmphase, leg direkt los, okay? So wirst du schneller warm, hast du mehr Bock. Okay, let's start. Tap up. 7, 6, 5, 4. Nicht vergessen, die Technik mit Step, mit deinem ganzen Fuß auf Stepbrett. Ne? Leg curl, here we go. Up. 7. Die Ferse bis zum Po. Ja? Diese Schritte kennen wir alle. Es ist Warm-up, muss Gas geben. 4, 3, 2, rechter Fuß auf Step lassen, rechtes Bein gestreckt, 2 tief, 2 hoch, tief, tief, hoch, Entenpo, gestreckt, Oberschenkel, Rückseite spüren, 4, 3, 2, lecker, lecker, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, linker Fuß auf Step, 2, 2, Entenpo, tief, hoch, hoch, tief, Brust nach vorne, es ist nicht Stretch, ne, Pre-Stretch, Muskel vorbereiten, last one, 5, 6, 7, Superman, komm, up, up, am besten immer ein Arm, du kannst zwei nehmen, ein Arm ist einfacher im Nackenbereich. Super, Po fest, das Bein ist durchgestreckt, Oberkörper leicht nach vorne, Bauch fest. Viermal, komm, 4, 3, 2. Okay, Repeater, Repeater, go. 1, 2, 3. Hop. One more time. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aufgepasst. Zwei basic. Yes. Auf links. 1, 2, 3. 2 basic. Easy, ne? One more time. So Leute, beim Step gibt's nicht richtig und falsch, okay? Fühl dich wohl. Versuch schnell mitzumachen. Zu verstehen. Welche Schritte hier gibt es? Es ist immer das Gleiche, ne? Nur die Reihenfolge nicht. Super. Mach weiter. Lass mal ein bisschen Zeit. Repeat again. Ja. Good. Sehr schön. Again, come on. Basic. Schau jetzt. Schau. Knie, 2 Push, 2 Basic. Ein Knie, Push. Dieser Push oder Stomp, so wie ein Mambo. Okay? Gut, steig ein. Again. Knie, Push, Push, 2 Basic. Hop. Auf links. Und Knie, Push, Push, 2 Basic. 2, 1, 2, 3, 4. Aufgepasst, einer, hopp, 1-1, marsch, basic, 2, gut, auf links, Knie, push, marsch, 2 basic, okay, one more time, schau, Superman, push, marsch, 2 basic, hopp, alright, und Superman, Mambo, wenn du möchtest, basic. Yes, we can. Come on. Superman, Mambo. Basic. On. Superman, Push, Marsch. Jawohl. Sehr gut. Superman,
Mambo Marsch. Aufgepasst. Mit dem Superman gehe ich nach vorne. Mambo. Basic. Superman. Superman. Four. Back. Basic. Oh yes. Superman. Nach vorne, nach vorne. Mambo. Basic. Zusammen. Auf geht's. Superman. Nach vorne, nach vorne. Mambo. 5, 6, 7, 8. Basic. Alles gut? So. Superman. Four. Das müssen wir nochmal wiederholen. Zweimal, okay? So. Auch wenn der Block für manche vielleicht leicht ist, nicht unterschätzen, okay? Gut. Super, super. One more time. Links hoch. Links langes Bein. Eieieiei. Hast gesehen? So ein bisschen mehr Dynamik. Rechts hoch. Mambo. Rechts langes Bein. Okay? Zusammen. Links hoch. Vor. Mambo. Langes Bein. Hopp. Jawohl. Auf geht's. Rechts. Mambo. Rechts. Basic. One more time. Links hoch. Mambo. Langes Bein. Hopp. Basic. Jawohl. Rechts hoch. Rechts. Hopp. Mambo. Hopp. Basic. Gut. Step up. Step up. Yes. Everybody clap your hand. Spaß. Four. One more time. One more time. Superman. Mambo. Langes Bein. Basic. Zwei. Aufgepasst. Superman. Mambo. Langes Bein. Double. Double. March. Step up. Auf rechts wieder. Superman. Mambo. Langes Bein. Double, 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 double. Double. Mit links, mit links. Ups. Superman. Double. Double. Marsch, marsch, marsch. Step up. Zusammen. Superman, Superman. Ich bin gewohnt, ich mache das mit dem Knie. Deswegen kann es sein, dass ich mich vertue und mache mit dem Knie direkt, ohne Pause, mit links. Double, double. Ein Basic. Step up. Non-stop, non-stop. Komm, wir üben zusammen. Superman. Mambo. Ziehen. Double, double. Double push. Double push. Direkt mit links. Superman. Hopp. Mambo. Langes Bein. Double, double. Super. Was kommt jetzt? Richtig. Ein Basic. Step up. Yes, we can. So, auf geht's. Ich variiere die Doubles. Einfache Sache. Wir gehen einmal hoch und einmal hoch. Machen wir direkt auf links. Superman. Mambo. Langes Bein. Was passiert, wenn du kein langes Bein machst? Nichts. Basic. Step up. Gut. Du schaffst es, komm. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So, Superman nach vorne. Nach vorne. Mambo. Ziehen. Komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Und direkt mit links alles. Superman nach vorne. Mambo. Ziehen. Double. Hoch. Double. Double. Was kommt jetzt, wenn du fertig bist? Ein Basic. Step up. Gut. Vier noch, vier noch. Einmal noch zusammen. Step up. Zusammen, zusammen. Bleib dran, bitte. Bleib dran. Superman, Mambo, ziehen. Hopp, wir gehen hoch. Einmal, zweimal. Mit links direkt. Hopp, Mambo. Langes Bein, wir gehen hoch. Und hoch. Wenn wir fertig sind, Basic. Step up. Direkt nochmal von vorne. Superman, links hoch. Mambo vorne. Ziehen. Ich mache jetzt einmal ohne langes Bein, damit du siehst, dass du nicht falsch machst. Hier. Ich mache gar nichts. Okay?
Du musst aber nur marschieren. Ein Basic. Tap up. Noch zwei Runden und dann geht's weiter. Superman. So, wo sind die alten Hasen? Wenn du möchtest, du kannst auch hier mehr Power aus dem Bauch. Der Basic lass erstmal so. Noch kein Reverse machen oder so, ne? Komm, komm, Runde 2. Ich mach easy. Hopp, ziehen. Easy, easy, easy. Wenn du mehr machen möchtest, kannst du machen. Mambo. 10. Double, double. Basic. Tap up. Noch 8. Yes. Schade, ich sehe euch nicht, sonst hätte ich gesagt, einmal alleine. Zweimal noch. Face to face. Tap up. Superman. Easy. Mambo. 10. Hop. Double, double. Superman. Mambo. 10. Hop. Wenn wir fertig sind, gibt's ein Basic. Yes. Step up. 2. Als Pause. One more time. Superman. Superman. Mambo. 10. Double, double. Und nochmal, Superman, Mambo, 10, hoch, mit oder ohne Arme. Du kannst auch so die Arme, wenn du fertig bist, basic. Tap up, yeah. Repeater, 4, 3, 2, 1, marsch. 4, 3, wie viel bleiben noch? 2, marsch. Zähle immer bis 8. So, was hast du gesehen? Double Push und direkt 2 Knie, richtig? Richtig, sehr gut. Auf geht's. Double Push. Von 2 bleibt nur eine. Marsch. Oh yeah. So, zur Seite, zurück. Und eine. Höp. Jawohl. Auf links, zur Seite, zurück. Und ein. Marsch. 4, 3, 2, again. Zur Seite, zurück, und eine, hopp, 5, 6, 7, und, eieiei, diese eine mache ich hier, okay, du wechselst einfach die Seite, schau, du machst hier Double, und hier dann einen Knie, 4, 3, 2, Double, so wie eine Kniebeuge, damit du das besser merken kannst, wir wiederholen ganz easy. To the side and step knee. Woo. It's a house thing. Yes. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6 point, 6 point. Auf geht's. One more time. Leute, sehr wichtig bei der ganzen Sache, diesen Namen zu lernen. Side stomp, double, step knee. 6 points sind Mambo Mambo. Sehr wichtig, okay? It's a house thing. Hop. Bleib in die gleiche Ecke, 6 points. Again. It's a house thing. Yes. In die gleiche Ecke bleiben. Super. Komm, again, again. Double. Knie. Bleib hier, 6 points. Ich zähle für dich mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Come again, one more time. Genieß es. Hab Spaß. Und wenn du sagst, mir reicht das, diese Level, dann ist gut. Es ist alles basic, ja? Mit Grundkenntnisse. So wie, stell mal, das ist eine Kniebeuge. Ein Knie in die gleiche Ecke. Mambo, Mambo. Okay, gut. Hop. Hop. Yeah. Das bedeutet, es geht weiter. So, hier nach dem Knie bleibe ich auf dem Step. Das war's. Ja? Nochmal Double. Machst Knie hoch. Du bleibst auf Step. Runter und direkt Mambo Mambo. Okay? Eigentlich, es ist leichter, weil du brauchst nicht mehr raten, welcher Fuß. 3, 4, 5, 6. Side. Hop. Knie.
Cross. Jawohl. Weiter. Aufgepasst. Tap up, tap up. Vier, noch zwei. Gut. To the side, double stomp. Manchmal sehe ich ernst aus. Ist nur Konzentration. Erschreck dich nicht, ja? Komm, tap up, vier. Okay? Die sind neu, die vier, tap up. Yes, komm, wir rücken die Bude hier. Tap up, tap up, tap up. Yes. Ganz ein bisschen. Das macht locker, ja? Gut. Vier. Drei. Zwei. Side stomp. Double. Step knee. Bleib oben. Dann six points. Dann tap up. Yeah. Four. Three. Here we go. Four. Side stomp. Knee. Yes. Tap up, tap up. Du machst tap up, ich mach cha-cha. Und von vier bleiben nur noch zwei, okay? Let's go, let's go. Double. Knee. Six points. Cha-cha. 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 Tap up. Side stomp. Double. Knee. Oben. Six points. Einer am Boden. Einer auf Step. Cha-cha. Cha-cha. Tap up. Yes. Weiter. Bleib in Bewegung. Behalte den Flow. Step knee. Bleib oben. Einmal am Boden. Einmal auf Step. Dann. Cha-cha. Okay. Cha-cha. Und tap up. Zusammen. Zusammen. Okay. Let's go. Double. Step knee up. Einmal am Boden. Auf Step. Dann. Cha-cha. Cha-cha. Tap up. Yes, bleib im Flow. One more time, one more time. So, wer das schon geschafft hat, es geht jetzt zum Herz-Kreislauf-Training. Die Bewegung vielleicht schöner machen. Cha-cha, cha-cha. Wir üben das gleich in Ruhe. Mach mal erstmal auf links. Du kannst cha-cha am Platz machen. Oh, das war falsch. Cha-cha, open. Ah, ah. Ah, ah. Bleib hier. Bleib. Wir öffnen. Cha-cha. Cha-cha. Fußwechsel. Cha-cha. Marsch. 4, 3, 2, ciao. Cha-cha. Fußwechsel. Cha-cha. Gut. Einmal noch. Gut. Open the door heißt das. Open the door. Open the door. One more. Cha-cha. Cha-cha. Tap up. Tap up. Nochmal Block 2 von vorne, Double ohne auf den Step. Auf Step knee, hopp. Six Point, einmal hier. Und cha-cha, open the door. Open the door. Open the door. Pause, tap up. Mit links. Double. Knee, hopp. Am Boden. Step, open the door. Yeah. Yes. Hin und zurück. Ja. Tap up. Das war's. Das war's. Auf links. Here we go. Here we go. Hey, David. Fly. Hop. Mambo, mambo. Hier ist wie ein Bonbon. Das Geschenk. Hin und zurück. Tap up. Wir üben hin und zurück. Weil ich weiß nicht, wer das geschafft hat. Einmal bitte, wer das kann, Verständnis, dass ich das langsam zeige. Cha-cha-cha hin. Cha-cha-cha zurück. Ja? Einmal noch. Zum Beispiel mit rechts hin. Dann musst du mit links zurück. Okay. Zusammen. Tap up. Four. Three. Two. Come on, come on. Double. Lift up. Mambo. Mambo. Open the door. Cha-cha hin. Cha-cha zurück. Tap up, tap up. Pause. Yes, yes.
komm, double, double. Hop. Knee lift, knee lift. Mambo, Mambo. Hin und zurück. Leute, wenn das kein Basic Plus ist, ja? Gut. Tap up, tap up. Ich muss mich zusammenreißen, nicht noch mehr Schritte zu machen. Okay? Wenn ich das kann, dann kannst du auch. Kleine Aufgabe, wir nehmen die Tap up raus. Ohne Tap up, ohne Pause, ja? Auf geht's. Double. Step me up. Kannst mit Armen machen, was du möchtest jetzt. Wir sind fertig, konzentrier dich. Direkt mit links weiter. Auf links, komm. Yeah. Step up. Mambo, Mambo. Hin und zurück. Die Tap-Ups machen wir jetzt, weil wir fertig sind. Four. Three. Jetzt machen wir zweimal ohne Pause. Zweimal. Auf geht's. Pop. Knee. Pop. Mambo, Mambo. Yes. Open the door. Hey. Mit links. Step knee. Mambo, Mambo. Open the door. Vergiss nicht. Direkt ohne Pause. One more time. One more time. Up. Yeah. Step knee. Mambo, Mambo. Open the door. Hin, hin und zurück. Direkt auf links. Auf links. Yes, yeah, step lift. Good, Mambo Mambo. Hin und zurück. Yay! Tap up, tap up. Block 1. Block 1. Ja? Ja, wir haben Block 1. Ja? Super. Tap up. Einmal zusammen, face to face. Gleich drehe ich mich um, okay? Block 1, Superman Mambo. Ach so, ja. Superman und Mambo. Komm, in die Diagonal gehen. Mambo, la, lassen, ziehen. Double, double. Das war's. Direkt mit links, in die Diagonal. Superman und Mambo, ziehen, ziehen. Double, double. Wenn wir ganz fertig sind, was schon? Basic. Jawohl, tap up. Gut, lass mal bis 8 machen, ja? 4 noch. 3, 2, one more time. Superman. In die Diagonal. Mambo, lass ziehen. Hop. Double, double. Double, double. Yes, Superman. In die Diagonal. Mambo, ziehen. Hop. Double, double. Du kannst auch Arm hoch, wie du möchtest. Basic. Step up. Yes. Hier noch. Jetzt machen wir nochmal und direkt der Block danach direkt hinterher. Ja? Zusammen, komm, Superman. In die Diagonal. Mambo ziehen. Double, double. Hoch und hoch. Direkt auf links. In die Diagonal. Mambo ziehen. Hoch und hoch. Den Basic behalten wir. Block 2. Wir haben es gerade frisch gemacht. Frisch gebacken, ja? Yes. Mambo, Mambo. Cha-cha. Cha-cha. Auf links. Hop. Yeah. Chassé. Hin und zurück. Thema. Jawohl. One more time. One more time. Superman. Four. Mambo. Sieh. Double, double. Yeah, auf links. Mambo. Langes Bein. Double, double. Basic. Block 2. Double push. Step knee. Mambo, Mambo. 6 points. Open the door. Mit links. Double. Step knee. Hop. Mambo, Mambo. Yeah. Open the door. Super, tap up, tap up, tap up. Jawohl, sehr gut. Tap up, tap up. So, alles gut? Block 3. 3. 3. Step knee. 3 basic.
Knie. Drei Basic. Drei. Super. Du kannst was trinken gehen. Ich mache noch ein bisschen hier. Du willst nicht verpassen. Trink schnell was, aber nicht so viel. Ich wiederhole einmal noch. Drei Basic. Bang, bang. Richtig geile Beat kommt gleich, fast am Ende. Also geduld den Beat, ein bisschen. Aus dem Knie mache ich ein Mambo Cha-Cha. Der Cha-Cha ist noch klein, ja? Am Platz. Mambo Cha-Cha, Mambo mit Step. Mambo Cha-Cha am Platz. Ja, super. Auf geht's. Mambo Cha-Cha. Drei Basic. Keep going, keep going, keep going. Hey, Mambo, Cha-Cha, zwei. One, two. Last Basic, Mambo, Cha-Cha. Nach der Cha-Cha direkt zwei. Dann one, two, three, four. Basic, Mambo, Cha-Cha. One, two, three, and four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Basic, come on. Mambo, Cha-Cha, double. One, Mambo, cha-cha, double. One, two, three, four, again, again, come on. Mambo, cha-cha, tango. One, two. Rückwärts, Mambo heißt Tango. Mambo, cha-cha, Mambo vorne, Mambo hinten. One, two, three, four. Einmal noch, wir machen zusammen. Mambo, cha-cha, tango. One, two, three, four, basic, let's go. Mambo, Cha-Cha, alle lesen vor, alle. Zusammen, zusammen, auf geht's. Mambo, Cha-Cha, Tango. One, two, three, four, hop. Mambo, Mambo, Cha-Cha, Tango. One, two, three, four, ay, ay, ay. So, aufgepasst. Von hier aus gehe ich hier Stomp. Drei, Mambo, Cha-Cha. Tango. Drei Push am Ende. Drei, zwei, eins. Again. Mambo Cha-Cha. Go. Mambo Cha-Cha. Tango. Yeah. Gut. Was war das? Tango, Tango. Guck mal, ich mache ein Basic. Mache ich ein Mambo Basic zurück. Mambo Cha-Cha. Einfach auf Step drauf sage ich Basic. Hoch, Basic. Mambo zurück. Mambo Cha-Cha. Ist das dir zu schnell? Zu schnell? Pass auf, mach noch einmal mit. Mambo Cha-Cha. Tango. Pause. Tab up, tab up, tab up, tab up. Four. So, wir bauen immer vier Tab up dazwischen als Pause. Damit du konzentrieren kannst. Mambo Cha-Cha. Tango. Basic. Ein Mambo vor, zurück. Tab up, Pause, Pause. Wie viel Tap ab? Vier. Ich brauche aber nur zwei. Mambo Cha-Cha. Tango. Basic. Mambo zurück. Schau. Zwei Superman. Und dann Tap ab. Okay, again. Mambo Cha-Cha. Tango. Basic hoch. Und jetzt mache ich ähnlich wie Superman zur Seite. Bleib hier, komm mit mir, komm mit mir. Über, über. Zur Seite, Klassik. Ja? Das ist so geschenkt, die zwei Bewegungen. Side lift, side lift, side lift, side lift. Zur Seite. One more time. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Tango. Basic. Mambo zurück. Side lift. Ich brauch nur zwei. Dann tap up. Jawohl. Again. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Tango. Basic. Zurück. Side lift. Ha. Ha. Tap up. Jawohl. Sehr gut. Again. Again. Mambo Cha-Cha. Ha. Basic. Zurück. So, okay. Wir sind fertig. Tap up. Aber
nochmal eine letzte Variation, ne? Oder zwei. Basic, Mambo, Back, Side Lift. Come on, übe noch ein bisschen. Nächste Variation. Aufgepasst bitte. Auf geht's, Mambo, Cha-Cha. Tango, Basic, zurück. Die Side Lift, beide im Wechsel, aber auf die gleiche Ecke. Tap up, gut. Mambo, Cha-Cha. Mambo, Cha-Cha. Tango, Basic. Zurück. Side Lift im Wechsel auf die gleiche Ecke. Gleiche Ecke. Tap up. Good. Yes. One more time. Mambo. Cha-cha. Tango. Basic. Mambo. Zurück. Side Lift im Wechsel. Gleiche Ecke. Tap up. Good. Again. Mambo. Cha-cha. Mambo. Cha-cha. Tango. Basic. Side lift. Fuß wechseln. Tap up. Yes. Gut, gut. Einmal noch. Gleiche Ecke. Yes. Weißt du ungefähr, was ich vorhabe? Ja? Mambo Cha-Cha. So. Yes, so, ich mache jetzt Tap up, Tap up, Tap up. Noch zwei Variationen. Du kannst hier bleiben, du kannst genau so machen. Oder du machst mit, ja? So, das erste, was ich mache, ist erstmal Rhythmusvariation. Rhythmusvariation heißt, ein paar Schritte werden nicht mehr langsam. Es wird so ein klein bisschen schneller. Okay, mach mit. Aber guck gleichzeitig. Ich baue hier ein Elvis und hier ein Cha-Cha. Siehst du, wir sind gleich. Wenn du das nicht machst, verpasst du nichts. Step up. Versuch mal, ja? Schau, Mambo Cha-Cha. Ein Elvis hier. Hop. Und Cha-Cha als Ausgleich. Side lift. In die gleiche Ecke. Step up. Zusammen. Okay. Vor. 3, 2, auf geht's, Mambo, Cha-Cha, Mambo, Cha-Cha, Elvis, Chassé, zurück, Side Lift, beide im Wechsel, gleiche Ecke, Tap up, yes, mit links, Mambo, Cha-Cha, Elvis, Chassé, Basic, ai, Side Lift. Siehst du, die gleiche Ecke. Leute, mach mal erstmal mit. Du musst mir helfen, indem du einfach versuchst und ich helfe dir gleich. Ich mach gleich langsam. Straddle. Das heißt, du kommst in eine Grätschposition, Step zwischen deinen Beinen. Mambo Cha-Cha. 5, 6, Elvis. 1, 2, 3 and 4. Reverse. Dein Side Lift im Wechsel, die Grätsche, siehst du? Step up, komm. One more time. Mambo, Cha-Cha, Elvis, hop. Chassé, reverse. Side Lift, Step up, good. Again, one more time. Mambo, Cha-Cha, Elvis, Chassé, Side Lift. Das ist nicht viele Drehungen. Ich habe dich gehört. Einer hat gesagt, viele Drehungen. Das ist gar nichts. Tap up. So, pass auf. Wir machen zusammen. Langsam. Wie heißt dieser Schritt? Reverse, wer das nicht kennt. Reverse. Hoch und runter. Hoch, hoch, runter, runter. Langsam, ohne Musik. Mambo. Cha-cha-cha. Mambo auf links, Elvis mit links. Ein Tap. Chassé, reverse, ich bin jetzt hier. Up, up, down, down. Ich möchte aber zurück. Ich habe zwei Side Lift. Im Wechsel, ich gehe in die Grätsche, mache die zweite. Bin ich wieder da. Tada, mit links. Mambo, Cha-Cha. Absetzen und Elvis. Zurück.
Chassé, reverse. Up, up, down, down. Side lift. Das war's. Tap up, tap up. Das wird richtig schöner Flow. Wir haben noch zwei Blöcke, ja? Hast du schon vergessen? Yes. Komm, helft mir. Versuchen, dieser Block zu schaffen. Auf geht's. Mambo Cha-Cha. Step Elvis. Chassé Reverse. Up and down. Side Lift 1 und 2. Tap up, tap up. Good. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Step Elvis. Chassé. Reverse. Side Lift. Nächste kleine Aufgabe. Tap up raus. Jetzt mache ich eine oder zwei Runden ohne Tap up. Go. Mambo. Cha-Cha. Hop. Param. Chassé. Reverse. Side Lift. Side Lift. Direkt mit links. Mambo. Cha-Cha. Hop. Bam. Und wenn du Mambo am Boden machst, ist nicht falsch. Ne? Manche wollen große Bewegung. Du kannst am Boden. Again, Mambo Cha-Cha. Komm, 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 komm. Step Elvis. Chassé. Reverse. Side Lift. Mambo Cha-Cha. Hop. Boom. Chassé. Bam. Side Lift. One more time, one more time. Mambo Cha-Cha. Go. Hop. Bam, bam. Chassé. Yes, side lift. Hop. Hop. Mambo Cha-Cha. Come on. Step Elvis. Chassé. Kannst Arme, wenn du alles im Griff hast, machen, was du möchtest. Tap up. Block 1. Nummer 1. Wir gehen jetzt erstmal alles durch. Nummer 1. Superman. Superman Mambo. 10. Double, double. Du kannst stylen oder Foto machen. Superman, Mambo. 10, 10, 10. Hoch, hoch. Wenn wir fertig sind, basic. Yeah. Tap up. Nochmal, nochmal, nochmal. Superman. 4, 10. Wir gehen hoch. Du kannst ja machen, was du möchtest. Ist easy hier. Auf links. Mambo. 10. Wir gehen hoch. Du kannst die Arme öffnen. Basic. Tap up. Block 2. Side stop. Side stop. Lift. Cross. Mambo Mambo. Mambo Mambo. Open the door. Und direkt mit links. Double. Hoch. Mambo Mambo. Super. Open the door. Yes. Tap up, tap up. Four. Nummer 2 nochmal. 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 Side stomp. Come on. Hop. Double. Dann kommt Step Knee. Cross. Mambo Mambo. Uh-huh. Open the door. Cha cha. Mit links direkt. Auf links. Double. Step Knee. Mambo Mambo. Open the door. Yes. Tap up, tap up, tap up, tap up. Nummer 3. Nummer 3. Mambo Cha-Cha. Mambo Cha-Cha. Elvis. Chassé. Reverse. Side Lift. Direkt mit links. Sind wir auf die 1? Chassé. Side Lift. Yes. Marsch. Oh yeah. Tap up, tap up. So, wenn du gelesen hast, in dem Text steht schneiden. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Das heißt, wir fangen mit 3 an. Danach Nummer 2. Danach 1, 1. Und das nennt man Sandwich-Methode. Ein Block ganz in die Mitte. In die Mitte ist 1, 1. 2, 2. Anfang und Ende 3. Okay, gut. So, Tap up. Ich mache einmal durch, durchziehen und danach einmal langsam
und dann der Rest austanzen, okay? Okay? Einmal nochmal. So. Tap up. So. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Es ist eine neue Aufgabe. Konzentration. Bist du da? Was ist Nummer 3? Mambo Cha-Cha. Richtig, auf geht's. Mambo Cha-Cha. Step Elvis. Chassé Reverse. Straddle Side Lift. Yeah. Was ist Nummer 2? Double Stomp. Jawohl. Step Lift. Step Lift. Hopp. Mambo Mambo. Open the door. Hin und zurück. Was kommt jetzt? Nummer 1. Superman. Yeah. Mambo. Ziehen. Hopp. Up, up. Tango, Tango. Und Nummer 1 wieder. Mambo. Ziehen. Double, double. Oder Tango, Tango. Wenn wir fertig sind, ich schenke dir ein Basic. Nummer 2. Double. Steig ein. Step Knee. Mambo, Mambo. Yes. Open the door. Hin und zurück. Und Nummer 3. Mambo, Cha Cha. Yes. Step Elvis. Chassé. Reverse. Side Lift. Yep. Woo. Yes. Okay. So, eine Runde. Zügig. Langsam. 5, 6, let's go. Mambo, Cha-Cha. Das ist Nummer 3. Step Elvis. Chassé, Reverse. Side Lift, Straddle. Hier, Grätsche. Das ist Straddle. Ohne Pause. Nummer 2 direkt. Nummer 2, Double Push. Step Knee. Mambo, Mambo. Ganz nicht falsch machen hier. Mambo, Mambo. Hin und zurück. Cha-Cha, Cha-Cha. Direkt Nummer 1. Superman, Mambo, zieh, Double Double, Tango, zweimal das gleiche, direkt mit links, weil 1, 1, 1 ist in der Mitte, Double Double, wenn wir fertig sind, ein Basic, dann nochmal 2, okay, die anderen Hälften, 3, 2, 1, 1, 2, 3, hin und zurück. Und dann zum Schluss Nummer 3. Elvis. Chassé. Reverse. Side Lift. Gut. Gut. Austanzen. Tap up. Here we go. Komm. Es gibt jetzt nicht mehr richtig und falsch. Dabei bleiben. Wenn du rauskommst, mach irgendwas, was du kannst. Ja? Okay? Let's go, Mambo Cha-Cha, Nummer 3, up. Elvis, wir üben noch. Chassé, Reverse, Side Lift. Okay, Nummer 2, Side Stomp. Step Knee, Mambo Mambo. Open the door, hin und zurück. Nummer 3, Mambo Cha-Cha, yeah. Du kannst deinen Style reinbringen. Nee. Tap up. Stopp, stopp. Wer war jetzt falsch? Hab Fehler gemacht. 3, 2, 1. Ich muss die Strafe durchziehen. Liegestütz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lach nicht. 2, 1. Ich vergesse jetzt die 1 nie wieder. Tap up. 7, 6. Wenn ich falsch bin, rauskomme, dann mach bitte weiter, okay? Okay. 4, 3, nonstop, go. Mambo Cha-Cha. Elvis. Chassé. Ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Side Lift. Nummer 2, Side Stomp. Lift up, lift up. Mambo, Mambo. Open the door, hin und zurück. Jetzt kommt die 1, jawohl. Nicht vergessen. Langes Bein. Up, up. Und die 1 wieder, die 1 wieder. Mambo, langes Bein. Double, double. Basic, basic, basic. Dann wieder hoch Nummer 2.
Step Knee. Mambo, Mambo. Open the door. Super, von 2 zu 3. Mambo, Cha-Cha. Step Elvis. Chassé. Reverse. Side lift. Di-da-da-da-da. Tap up. Wee. Super. Non-stop, non-stop. Wir haben noch 4 Minuten. Komm. 4, 3, La Mambo Cha-Cha. Let's go. Ich bleibe bei euch. Eine Runde. Chassé. Reverse. Side lift. Side lift. Nummer 2. Seite. Step Knee. Mambo Mambo. Chassé hin und zurück. Dann Nummer 1, 1, Superman, Mambo, ziehen, hoch, hoch die Wiege, Waage, jeder sagt was anderes, Foto, Nummer 1 wieder, Mambo, ziehen, up and up, yes, basic nicht vergessen, shake, shake, Nummer 2, hop, yes, step lift, cross, Mambo, Mambo, reiß dich zusammen, bleib schön konzentriert, yeah. Nummer 3, Mambo Cha-Cha, Step Elvis, Chassé, Reverse, Side Lift, hey, hey, jawohl, sehr gut, Tap Up, super, 4, 3, 2, let's go, Mambo Cha-Cha, Nummer 3, Step Elvis, Chassé, Reverse, Side lift. Nummer 2 zur Seite. Step knee cross, cross, cross. Mambo, Mambo. Open the door. Hin und zurück. Komm zu mir. Geh zurück. Superman, Nummer 1. Superman, nach vorne, Mambo. Zieh. Okay, double, double. Yes. Superman. Mambo, hop. Zieh. Double, double. Was kommt jetzt? Basic. Machen wir ein bisschen. Nummer 2. Alles hintereinander. Das ist die schwierigste Aufgabe zum Schluss. Aber es ist Kopfsache. Umso mehr du dich konzentrierst, was auch Training ist, umso besser. Ich rede mit dir und denke gleichzeitig. Ja, das geht. Konzentration einfach. Ha. Yes. Tap up. Here we go. Woo. Jetzt Challenge, Challenge. Zweimal zum Schluss. Zwei Runden ohne diese Pause. Nonstop, zwei Runden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mambo Cha-Cha, here we go. Keep higher. Chassé. Woo. Side lift. Yes. Double. Step lift. Mambo, Mambo. Hin und zurück. Open the door. Cha-cha, cha-cha. Ich helfe dir. Superman. Ich spreche immer, okay? Double. Meiner Teilnehmer immer. Sprich, sprich, sprich. Sehr gut. Superman. Zieh. Double, double. Yes. Basic. Double. Nummer 2. Step knee hoch. Mambo, Mambo. Mambo, Mambo, Mambo. Open the door. Cha-cha hin und zurück. Nummer 3. Mambo, Cha-cha. Good. Elvis. Chassé. Reverse. Side lift. Und direkt nonstop. Last round. Mambo, Cha-cha. Come on. Step Elvis. Chassé reverse. Yeah. Side lift. Nummer 2. Side stop. Step knee. Mambo, Mambo. Open the door. Cha-cha. Hin und zurück. Nummer 1. Superman. Mambo. Zieh. Double, double. Yes. Nummer 1. Superman. Woohoo. Zieh. Double, double. Yes. Basic. Shaky, shaky. Whoop. Nummer 2. Double. Yeah.
Stepney up. Mambo Mambo. Cha-Cha, open the door. Und zum Schluss, last block. Mambo Cha-Cha. Woo. Elvis. Chassé. Reverse. Side left, Finale. Woo. Super. Locker die Beine. Tip off and step. Genau. Bleib in Bewegung, Leute. Kick zur Seite. Zur Seite. Super. Rechtes Bein auf Step, Popo nach hinten. Wechsel. Komm auf Step hoch. Rechte Ferse runter, die Wade locker kurz. Arme auf. Arme hoch. Wechsel. Linke Ferse runter. Bauch einziehen. Arme auf. Arme hoch. Und danke schön. Gut gemacht. Super. Super Job. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht, gehabt. Ich habe sehr viel Spaß. Die Zeit ist sehr, sehr schnell weg. Ich liebe Step über alles. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Schreibt uns, wenn irgendwas dir am Herzen liegt, schwer oder leichter. Und wir machen das. Das war euer Soso. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.